Oh. Oh, das ist aber leise, das Video. Ah, nee, ich habe einfach alles leise gemacht. So, passt. So, weil der Moritz findet, nee, Mo passt nicht zu mir, also Mighty Mo hat das Mo weggepasst, nee, Mo passt nicht zu mir, findet Nemo, Zeichentrick, Dalmatiner, findet Nemo, da dachte ich, okay, da könnte schon ein bisschen, vielleicht weiß man ungefähr, wo es rumgeht, aber es ist erstmal Stille. Aber dass das Stille ist, war ja klar, weil das ist ein Scheme, also es ist ein, du musst ja zuhören. Und da du auf Englisch stehst, if you ever front on top tier takeover again, I'm gonna call Mighty P. And believe me, P knock your ass out. I dare you. Der ist kein Penner, Alter. He-Man? He ain't no bum. Be careful. Ihr merkt schon, ich bin jetzt kein Dolst. Da ist immer noch. Das sind fragende Blicke. Keiner weiß, worauf ich da hinaus will. Zeichentrick, Dalmatiner, findet Nemo. Da du auf Englisch stehst, if you ever front on top tier takeover again, I'm gonna call Mighty P. And believe me, P knock your ass a Pinocchio ass out. He-Man, he ain't no bum. Be careful, Bambi. Er ist kein Penner, sei vorsichtig. Okay. Keiner weiß. Glaubt ihr, keiner weiß? Oder glaubt ihr, keiner feiert? Ich habe nämlich, und das ist schwierig so, weil ich betone das immer wieder und das ist ja jetzt auch nochmal so gewesen. Ich bin wirklich im Moment sehr gutmützinnig, so. Wir sind keine Freunde, wir sind aus unterschiedlichen Städten, das geht auch gar nicht, aber man ist so auf Buddy. Also ich glaube, innerhalb dieser Battle-Rap-Szene und gerade dieser Live-Battle-Rap-Szene ist Cynic einer derjenigen, mit denen ich mich definitiv momentan am besten verstehe und auch am meisten zu tun habe. Und trotz alledem muss ich ja ehrlich sein. Warte mal, der Chat fuckt hier natürlich ab. Ich tue den mal hier oben hin und unter den hier. So, zack, perfekt. Trotzdem muss ich hier ehrlich sein. Und ich glaube, das ist so ein Ding, und das war auch schon so bei, hier, lass mich nicht lügen, bei diesem Adolf-Hitler-Ding, was er gegen Mikesh gemacht hatte. Die Leute wissen, aber die Leute denken sich nicht, hä, was ist das? Sondern die Leute denken sich einfach, warum machst du das? Weil ich persönlich. Es gibt bessere und schlechtere Schemes. Ich finde aber aus dem Battle-Aspekt, und ich weiß, Cynic sieht das anders, weil er auch aus viel amerikanisches Zeug hört und so bin ich ja gar nicht drin. Ich gebe mir deutsche Battles so, ich bin deutscher Muttersprachler, ich ziehe mir das gerne rein und ich habe mit Ami-Battles nichts am Hut. Ich habe noch nie ein Scheme gehört, was hart gepuncht hat. Schemes ziehen mir die Punchlines raus und es ist für mich auch komisch, wenn jemand wie Cynic, der immer sagt, yo, ein Battle entscheiden die Punchlines, hat er bei unserem Battle damals ja auch gesagt, dann aber Schemes so abfeiert. Das geht für mich irgendwie logisch nicht zusammen, weil Schemes meiner Meinung nach der Punchline-Dichte ganz erheblich schaden. Und deshalb kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das hier damit zusammenhängt, dass die Leute nicht checken, was er da macht. Keiner weiß, was er damit anfangen soll. Das stimmt eher. Toy Story. Und ich dachte mir auch noch so, okay, ich habe es ja zu Hause auch so geübt, dass es erstmal keiner checkt und dass irgendwann kommt so die Auflösung, spätestens ganz am Ende. Ihr merkt schon, ich bin kein Dolstoy Stories, Toy Stories, Dolstoy Stories, Toy Stories. Believe me, P. Und ich muss hier auch leider sagen, dass sowas, also das lebt von Reaches. Das lebt von Reaches. Reach übrigens ein Begriff, den Cynic mir nicht beigebracht hat. Also das lebt davon, Worte zu zwecken, Worte seltsam zu betonen, die Sprache zu switchen. Es lebt eigentlich davon, die Sprache kaputt zu machen, um es irgendwie unterzubringen. Und das ist nicht schwer zu schreiben, glaube ich, wenn man ein Schreiber ist. Das mag für Außenstehende so wirken. Cynic schreibt eher Comedy, hat so mit diesen Wortverdrehereien, glaube ich, auf diese Art und Weise noch nicht so viel zu tun gehabt. Wenn man aus dem Battle Rap kommt, den ich mache, der auch viel mit Wie-Vergleichen zu tun hatte, die alte RBA-Schule und so gegangen ist, ist das nichts, was schwierig zu schreiben ist. Und
Mir persönlich gibt es gar nichts. Also ich kann dem leider überhaupt nichts abgewinnen. Knock your ass out. I dare you. Der ist kein Penner, Alter. He-Man, he ain't no bum. Be careful. Ihr merkt schon, ich bin jetzt kein Dolls, Toys, Stories. Bei mir sind nicht immer alle die. Apropos die, Leute. Ich bin jetzt kein Dolls, Toys, Stories sind. Was ist denn Dolls Toy? Ich verstehe es nicht. Frag mich oft, Könnt ihr dass es du mir als erklären? Atheist keine Angst, wenn du mit den gläubigen Abou-Chakas chillst von der Schuss oder eine Runde aus einem Magazin. Aber ich sag, nein, Mann, ich kann mit denen bei Papa Ariel lange Gespräche führen, obwohl ich nicht mehr Aladdin. Ich kann mit denen bei Papa Ari ellenlange Gespräche führen, obwohl ich nicht mehr Aladdin. Wäre so, obwohl es die Aladdin-Zeile natürlich schon gibt, wäre so als Zweizeiler cool, hätte den gleichen Effekt gehabt. Ah, kurz einmal klick, chillig. Dass Ari ellenlange Gespräche führen, ist null gezweckt. Das ist sehr gut geschrieben. Die Zeile ballert, aber ist leider eingebettet in sehr, 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 sehr viel gezweckten Mist. So, und den fand ich auch gut und dachte mir so, das ist der Moment, okay, jetzt müssen das alle gecheckt haben. Und Craze macht das natürlich clever. Also er hat ja ein anderes Brain. Er weiß, glaube ich, was ich da versuche und What merkt, geht das up? kommt nicht an und findet es auch selber nicht gut. Deswegen hier dieser Blick. Nicht immer alle die, apropos die, Leute fragen mich oft, dass du als Atheist keine Angst, wenn du mit den gläubigen Abo. Also da sage ich ja jetzt gar nichts. Das ist fies für mich auf jeden Fall. Dieser Blick ist fies für mich. Nach dem Motto, okay, der versucht hier seit einer Minute irgendwas aufzubauen und das kommt überhaupt nicht an. Was macht der da? Der verläuft sich. Und danach kommt dann die erste Reaction. Leute fragen mich, hast du als Atheist keine Angst, wenn du mit den gläubigen Abou Chakas chillst? Aber ich sage, nein, Mann, ich kann mit dem bei Papa Ariel lange Gespräche führen, obwohl ich nicht mehr Aladdin. Ariel, Aladdin. Kein Reach, super sauber. Auch schöne Vergleiche. Also, bis jetzt ist da kein großer Reach dabei. Es ist wirklich, es ist geschrieben, vorgetragen. Es ist ein technisch Absolut. gutes Scheme, aber ich laufe da Absolut voll nicht. in. Also, ich habe halt volles Risiko gedacht, okay, ein paar Reaction werden schon kommen, weil das sind so viele Vergleiche. Irgendwann kommt dieser Aha-Moment. Ah, der redet von Zeichentrick, Pixar, Pipapo. Und da dachte ich mir jetzt, also an der Stelle dachte ich mir, okay, Papa Ariel, lange Gespräche führen, obwohl ich nicht mehr Aladdin, das sind zwei hintereinander und die sind sehr deutlich. Jetzt kommt eine Reaction. Und da kam auch eine kleine Reaction. Chakas chillst von der Schuss oder eine Runde aus einem Magazin, aber ich sag, nein, Mann, kann mit denen bei Papa Ariel lange Gespräche führen, obwohl ich nicht mehr Aladdin. Aber Cynic, hast du keine Angst vor einem Messerstich? Aber ihr kennt doch mich, wie ich bin. Ich einfach unverbesserlich. Und ich bin kein lyrisches Monster. Geh, Dicker, ich fall runter. Und lyrisch, hast du keine Angst vor einem Messerstich? Ihr kennt mich, ich einfach unverbesserlich. Ist auch noch okay, passt auch noch gut rein. Kein lyrisches, ich bin lyrisches Monster AG. Also das von dem Mann, der uns Reaches erklärt hat. Ich weiß nicht, Bruder. Ich glaube, das Problem ist, dass hier für mich, nur für mich, die Schreibkunst, die du für Songs und sowas brauchst, dieses Kollegah Eske, Zickesselchen finden, Wie-Vergleiche und so weiter und so fort, dass das hier sehr krass kollidiert mit A-cappella-Battle-Rap. Und dass jeder, der solche vernünftigen, also richtigen Texte auf Beat schon geschrieben hat, so eine Wie-Vergleiche schon geschrieben hat, ob für sich selber oder für andere, der geht da mit einer ganz anderen Messlatte ran. Also ein Twizzy zum Beispiel fand das noch grausamer als ich. Weil das ist eine Sache, die im Auge des Betrachters entweder krass sein kann oder halt sehr, sehr easy. Und wie gesagt, mich lockt das nicht hinterm Ofen hervor. Und dann sowas wie ein lyrisches Monster, geh. Würde kein Mensch so sagen, Alter. Ist komisch. Ich Ich weiß einfach nicht, was er sich dabei gedacht hat. Wirklich nicht. verbesserlich, ich bin kein lyrisches Monster AG. Lyrisches Monster, also Monster AG. Steh auf, lauf, bis ich wieder hinfalle. Du bist das Letzte, ein Hornochse, der seinen Text hier durchrattert. Ui, denken sich hier alle. Aber ich denke mir nur. Du bist das letzte Einhorn, also letzte Einhorn, Hat der man seinen Text hier verstanden. durchrattert. Ui, Ratatouille. Und so, pfui, buh, der Kiffer, Das geht eigentlich noch. Das geht eigentlich. Also für das Risiko und für dieses, was will der uns hier sagen? Ist das gut? Ist das scheiße? Warum macht er das überhaupt? Dafür geht's noch. Pfui, buh, hui, buh.
was hier am Stehen, als wäre von seinem limbischen System der Adminion Kalle. Ey, guck mal, ich flieg in den... Adminion Kalle, also Minion. Jamaikanischen Dschungel, bucht den richtigen Dreadson-Flug und die kommen mit Säbeln und Macheten und nicht mit Bars an und die fragen dich, bist du nicht der fette weiße Junge mit den verfilzten Haaren? Und ich rate dir, mach ja kein paar Lava-Tarzan. Guck mal, das Ding. Und das ist... Auf die bin ich gespannt, weil die habe ich beim ersten Mal nicht verstanden, beim zweiten Mal auch nicht. Das ist ein Reach, also ja, ein kleiner Reach auf jeden Fall. Mach das ist jetzt ein Reach, das jetzt. Lyrisches Monster G ist kein Reach, aber das ist jetzt ein Reach. Ja, kein Palabertatz. Bist du nicht, also das ist auf mehreren Ebenen. Guck mal, ich fliege in den jamaikanischen Dschungel. Ich besorge dir ein paar richtige Dreads, weil der hat ja diese, der die Dreads da getragen, die der abgemacht hat. Ich besorge dir ein paar richtige Dreads. Flieg in den jamaikanischen Dschungel, buch den Flug, Dschungelbuch, buch den Flug und die kommen mit Säbeln und Macheten und nicht mit Bars an. Und die fragen dich, bist du nicht der fette weiße Junge mit dem verfilzten Haarmann? Also verfilztes Haar, Tarzan. Und ich rate, also wegen verfilzten Haar, mach ja kein paar Lava-Tarzan. Lava-Tarzan, Avatar, Tarzan. Mach ja kein paar Lava-Tarzan. Da soll Avatar drinstecken. Alter. Bisschen, also nicht so betont, wie man es sagen würde, deswegen kann man das als Reach deklarieren auf jeden Fall, aber nichtsdestotrotz kann man das bis jetzt schon unter dem Thema festhalten, also unter dem... Mach ja kein, aber wenn er das doch, warum denn Palava-Tarzan? Sag doch einfach, mach ja kein Palava-Tarzan, da steckt doch Avatar super drin. Das heißt ja nicht Avatar, sondern Avatar. Mantel festhalten, Thema verfehlt. Ich habe mir so viel Mühe gegeben damit und also ich kann jetzt eigentlich nur mit Leuten reden, die selber schon mal nicht Battle Rap gemacht haben oder Leute, die selber schon mal versucht haben, Doppeldeutigkeiten oder ein gutes Scheme zu schreiben, die nachempfinden können, was das für eine Denkaufgabe ist, wie lange das gedauert hat, wie schwer das ist, so viel Vergleiche reinzupacken, die so klingen und so klingen, aber auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite Punchlines und auf der anderen Seite halt diese Zeichentrickfilme und Pixar-Filme aufzählen. Und hab halt anhand der Reaktionen sieht man ja, das ist einfach ein Riesenfehler von mir gewesen, da sich anzumaßen oder zu versuchen, mit so einem Scheme, mit ganz vielen Doppeldeutigkeiten, wo ich mir denke, crazy anspruchsvoll, krass, ich mach das einfach. Ja, muss man natürlich hinterher ganz klar sagen, ist ein Riesenfehler gewesen. Also. Lelke, hast du schon mal ein Scheme geschrieben? Nee, aber ich habe mich, ich persönlich schreibe ja nicht so. Also selten, aber ich habe mich schon auf die Suche nach Doppeldeutigkeiten begeben. Und ich weiß, wie man das anstellt, dass man die findet. Da gibt es so ein paar Kniffer, Alter. Und das ist nicht, also das ist, wenn man schreiben kann, nicht krass schwer zu schreiben. Da habe ich vor anderen Sachen, die Cynic macht, viel mehr Respekt. Wie gesagt, Schemes, ich habe das nie gecheckt. Vor allem, ich habe dafür so einen goldenen Winkel verworfen. Fehlentscheidung. Guck mal, die meisten Battle-Rapper sind ja, also ich glaube, ich würde sogar echt sagen, Mikesh und ich sind die einzigen Battle-Rapper, die alleine arbeiten. Der Rest holt sich von anderen krassen Battle-Rapper, oder chillt mit anderen krassen Battle-Rapper, holt sich Feedback, rappt denen was vor. Das ist halt bei den meisten. Kann man das so unterschreiben? Ich überlege. Und Mikesh ist inaktiv. Dass Mighty und Nidal vielleicht sich mal so Sachen hin und her geschmissen haben, ist ja naheliegend. Kara, Shitsu, Tobi Heitschin, viel zusammen. Ich weiß nicht, wie viel, ob da irgendwie geholfen wird, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man sich die Texte schreibt und Ideen zumindest austauscht. Davy, würde ich vermuten, arbeitet auch alleine. Hat man noch meistens. Sonst keine Ahnung. Aber ja, also bei Cynic weiß man das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was das soll, hier jetzt alle anderen immer so mit über einen Kamm zu scheren. Weil es gibt da bestimmt gerade Leute, denen er Unrecht getan hat. Aber ich weiß auch, dass Cynic alleine scheint. Meistens ja. So, außer wirklich, glaube ich, ich weiß nicht, ob Mikesh jemanden hat, ich glaube aber nicht. Und bei mir sowieso, ich zeig's ja nicht mal Freunden.
Und das dann halt dieses, das. Wäre hier vielleicht eine Idee gewesen, Alter. Dann halt das Risiko dabei. Und ich habe einfach einen goldenen Winkel verworfen, einen Angle verworfen, der super gut gepasst hätte, auch bei seiner Vortragsweise, halt, den auch noch keiner hatte, dieser Angle, dass er halt super viele Sprichwörter einfach umdichtet und auf den Gegner zuschustert. Ich habe mir da sehr viele Beispiele rausgesucht, also nicht so wie er, so einfach nur anprangern und dann keine Beispiele nennen, sondern ich habe krass viele Beispiele rausgesucht, wo das so ist. Und es war ein geiler Engel, aber ich, Vollidiot, habe mir gedacht, nee, der hat letztes Mal ein super Scheme gehabt, ich erkläre den Leuten immer das Scheme, jetzt bin ich denen auch schuldig oder jetzt muss ich auch beweisen, was ein krasses Scheme ist. So, Fallhöhe, sein Cynic, habe so ein Ding abgeliefert, was, wenn man es gelesen sieht oder in normalen Settings sich denkt, okay, bestimmt schwierig gewesen, aber was hier natürlich ein kompletter Fail ist bei einer Live-Audience, wo das nicht so ballert und wenn man es nicht so betont wie Damian Davis, sondern eher schneller macht. Oh ja, das stimmt, Alter. Oh, das Damian Davis-Scheme war geil. Ey, das gucken wir einmal. Wenn ihr das nicht kennt, das war krass. Das war richtig krass. Da hab ich Bock drauf, das geben wir uns einmal. Muss ich meine Aussage von gerade revidieren, dass es für mich kein krasses Scheme gibt, weil das war ein krasses Scheme. Ein krasses, krasses, krasses Scheme war das. Nuff said, Digga. Nuff said. Das ist unglaublich gut, das Ding. Wirklich. Da ist nichts dran, was daneben ist. Klar sind auch Reaches drin. Funktionieren perfekt. Das Acting geht total konform mit dem Inhalt der Sache. Nichts wird gestellt, nichts wird gekünstelt. Es passt zum Gegner inhaltlich. Die Punchlines sitzen. Alles crazy. Wo das nicht so... Überkrass. Aber was hier natürlich ein komplett... Und da ist dann... Lyrisches Monster G. Ja, Bruder. Der Fail ist bei einer Live-Audience, wo das nicht so ballert und wenn man es nicht so betont wie Damian Davis, sondern eher schneller macht. Das ist viel Spaß, Mann, echt wild. Es wird mit jeder Bar akuter. In Klammern, versteht ihr? Barracuda. Wie es halt die Amis machen, ist ja Fehler gewesen. Einfach ein Riesenfehler gewesen. Kann man nicht anders sagen. Das Ding ist folgendes, ne? Wenn es um Schemes geht, kann mir doch keiner was erzählen. Im Endeffekt sind wir einfach nur zwei kleine Hunde, die tollen. Zwei Nasen, die schon herbiefen, wie bei Susi und Strolch. Und ich finde den Vergleich finde ich auch voll schön. Zwei Nasen, die sich schon herbiefen, wie bei Susi und Strolch. Finde ich geil. Aber ich bin auch 40 schon. Ich weiß gar nicht, wer von euch Susi und Strolch kennt. Und die Szene kennt jeder, Bruder. Und wie die Szene ist, die ich da meine. Aber den Vergleich finde ich, das hätte auch... Das könnte. Ja, das stimmt. Dadurch, dass er so tut, als würde er sich versprechen, wirken die Reaches auch nicht schwach. Das ist ein geiles Gimmick, das hat er schlau eingebaut, das stimmt. Soll so ein Kollegah-Ding sein, oder? Zwei Nasen, die schon herbiefen. Nein, Bruder, das könnte kein Kollegah, also, Entschuldigung, aber das könnte kein Kollegah-Ding sein. Weil ein Fleischball hin und her rollen, das würde ja keiner beefen nennen. Beefen ist ja kein universelles Wort dafür, einen Ball hin und her zu werfen, nur weil der aus Beef Englisch Rindfleisch ist. Also nee. Das könnte auch so ein Kollegah-Ding sein, oder? Zwei Nasen, die schon und her beefen, wie bei Susi und Strolch. Der ist gut. Zwei kleine Hunde, die tollen. Zwei Nasen, die schon und her beefen, wie bei Susi und Strolch. Und das Ding ist, dieses Game wird wahrscheinlich hart auseinandergenommen. Kollege redet nicht von Nasen. Ich mach den Witz jetzt nicht, ne? Oscar oder Brian oder Steini oder dessen Schwester. Oder vielleicht meldet sich auch dieser Schreihals aus Hannover. Ne? Und ich denke mir dann so, Aristoketzer. So, was ist denn das? Ja, vielleicht meldet sich dieser Schreihals aus Hannover und ich denke mir, Aristoketzer, geil untergebracht, so, gar nicht schlecht. Aber es hat nichts mit Craze zu tun, 0, nichts. Hannover! Ja, Aristoketz. Scheiße, Mann, das ist alles voll nach hinten losgegangen und der Craze... Macht diese ganzen Faxen leider in dem Kontext wirklich zurecht. Bitter. Bitterer Moment auf jeden Fall. Scheiße. Das stimmt. Das Ding fliegt an allen vorbei. Maximale Fehlentscheidung, mich dafür zu entscheiden. Und mittendrin hat er mir auch so, hat der, also habe ich auch bei irgendeiner Stelle, guck ich den auch an und ich merke es, und der ist so. Und das hat mich auch nochmal mehr verunsichert als die Stille der Leute. Und dann habe ich das Rundenende auch verkackt. Glaube ich. Da habe ich irgendwann
Habe ich abgebrochen oder habe ich was übersprungen wie in der ersten Runde? Ich weiß nicht mehr genau. Enan, danke schön für Stufe 1, mein Bester. Liebe geht raus. 1,69 in den Chat für Enan Abschluss. Vielleicht meldet sich auch dieser Schreihals aus Hannover und ich denke mir dann so, Aristoketzer, Aristoketz. Okay, gut. Guck mal. Ja, macht's ein. Komm. Naja. Anderthalb Minuten für den Arsch oder noch länger war das, glaube ich, ne? Boah. Ne, da lief's noch. Twitch-Streams sind alles Sachen und Begriffe, die ich im deutschen Battle-Rap salonfähig gemacht habe. Und was jetzt kommt? Plus Schemes. Und in Sachen Schemes hast du gute Arbeit geleistet. Irgendwann auch nochmal geil erklärt. Zwei Minuten, ja. Aber was Schemes angeht, ist das trotzdem Oldschool. Zwei Minuten, Digga. Neue modische Technik. Halbe Runde weggeschissen, Alter. Das, was jetzt kommt, ist ein kleines Ausrufezeichen. Ist ein kleines Ausrufezeichen-Trick. Allein da, das Scheme schon mit so einem Reach zu starten, ist halt crazy. Zwei Minuten für den Arsch, du Idiot. Zwei Minuten für den Arsch. Für den falschen Angle entschieden, fürs falsche Thema entschieden. Yep. Und bis dahin lief das alles so gut. Yep. Die erste Runde war Bombe. Yep. Der Anfang von der zweiten war das Highlight des Battles mit hier Dingsbums, mit der Musik und auch die Sachen, die danach kamen, haben alle gezogen. Yep. Alles richtig. Und dann denke ich Hornochse mir, da ich den Leuten ja immer erzähle, was ein Scheme ist, was ein gutes, was ein schlechtes ist, muss ich auch einmal ein geiles schreiben. Schreib das zu Hause, mach mir da übelst viel Gedanken. Es ist wirklich super schwierig gewesen, das zu schreiben, weil die Aufgabe ist ja, glaube ich, dass sich das in dem Kontext gleich anhört und in dem Kontext. Und da brauchst du Bomben. Und das Problem ist, dass Cynic solche Sachen so krank verunsichern, dass er... Wenn jetzt die dritte Runde kommt, und das ist wieder eine Bombenrunde, das habe ich, glaube ich, bei der Reaction of this Battle schon gesagt, leider so unsicher delivered, dass die dritte Runde nicht so knallt, wie sie knallen könnte. Denn das Rundenende von der dritten ist ohne sein ganzes ne, ja. Wenn da ein bisschen Flow drin gewesen wäre und das ein bisschen safer gekommen wäre, dann hätte er zwei Runden holen können in dem Battle, trotz dieser missglückten zweiten. Da ist vielleicht ein Reach dabei oder so, und es sind 17 oder 19 Vergleiche. Naja, da sind schon mehr Reach dabei. Das ist auf jeden Fall gut geschrieben, aber es ist komplett deplatziert. Es ist einfach falsch gewesen, sich zu denken, das kann ich von der Crowd bringen, die dann zu Recht so da stehen, nachdem man sagt, hä? Wo will der da hin? Was ist das? Was macht der da? Und natürlich kommen dann auch zurecht die ganzen Nonsens aus den Löchern. So Scheme, ja. Kann ich nichts gegen machen. Wie gesagt, Fallhöhe sein Cynic. Und das ist auch, was ich im Battle vorher gesagt habe. Semi-Risiko. Dicker, wie will denn ein anderer Battle-Rapper nachempfinden, wie ich mich da fühle, wenn keiner Output hat, wenn alle voll lieb und nett und keiner geht ja Risiko, ne? Egal. Am I a fucking joke to you? Also ich weiß, ich bin für Cynic kein Battle-Rapper. Ich meine, ich habe zwar auch 5 A Cappellas gemacht und irgendwie 10 Freestyle-Turniere und so weiter und so fort, aber dadurch, dass ich aus dem JBB komme, bin ich da irgendwo anders einzuordnen. Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich dieses eine Brecher-Battle, wo ich jemanden, obwohl, T-Ray Jarambo. Naja, sei es wie es sei, auch wenn man sich jetzt mein Face-Off anguckt und so weiter und so fort, wo die Kommentare natürlich so, oh, er ist voll abgehoben vor der Arrogante und hast du nicht gesehen. Mhm, genau, aber Leute reden drüber, Leute interessieren sich dafür. Da wollen mich auch sau viele Leute fallen sehen. Ich weiß genau, wie du dich fühlst, Bro. Das ändert aber ja nichts daran, dass du eine Fallhöhe und so weiter erzeugst. Ist mutig, ist cool. Aber wenn du Scheiße ablieferst, lieferst du Scheiße ab. Riesenfail. Riesenfehler meinerseits. Hinterher ist man immer schlauer. Monday Night Quarterback. Oder Monday Morning, weiß ich gar nicht. Scheiße. Das tut richtig weh. Yep. Tut richtig weh anzugucken. Und ich schwitze gerade wirklich auch wie ein Schwein, weil das so unangenehm ist. Ja, macht's ein. Komm. Mach's an! Mann! Du Idiot, Alter. Du Idiot, ey. Scheiße. Bis dahin lief super. Und da verwerf ich diesen geilen Sprichwort-Engel, wo der in dem Battle auch noch voll oft das genau das macht, was ich predicted hätte. Da bin ich aber mal gespannt jetzt, wie er das meint. Die Hälfte des Battles liegt noch vor uns. Zweite Runde, Craze. Nicht mal Papi Schlauch weiß, was Positives über die Runde zu sagen. Geil. Ey, das mit Top Tier Takeover war ja wohl mal richtig krasser Quatsch. Leute, das war Triple Fucking Beat und gegen wen soll ich gewinnen, oder was? Ey, ich wollte deine Runde wirklich nicht hören. Musste ich aber. Die war so scheiße, ich mach davon ein Akustik-Cover. Schon
Schon gegen Mikesh war ich jede deiner Runden unerträglich. Und danach machst du da Auge drauf, indem du jeden seiner Angles 2 Stunden lang bestätigst. Ich meine, ihr wisst ja, die Cynic macht Augen, sind das Fenster zur Seele. Und... Ja, zu meiner Seele auf jeden Fall. Ich mache ja auch nicht zu. Ihr wisst ja, die Cynic macht Augen, sind das Fenster zur Seele. Und sehe ich in deine, sehe ich nur gespenstische Leere. Dass deine Hitler-Imitation nicht ankam, hat sich gekränkt und entsetzt. Die haben einen Stock im Arsch. Ich dachte, die wären da längst drüber weg. Ja, du hast halt bei einem heiklen Thema auf ihr Verständnis gesetzt. Ich meine, erst kam die NSDAP, dann die SS und... Ach, ihr kennt doch den Rest. Gut, und, sehr gut. Und du sagst, du machst dir wirklich nichts aus Mikesh Sexualität. Natürlich nicht. Du hast sie ja auch nur 16 Mal erwähnt. Die Endline deiner... Ja, sag doch was dazu, Bruder. Ich will ja nicht sagen, Fußball ist nichts für Gays. Aber es ist definitiv nichts jetzt für Leute, die in des Battles. Einer Liga spielen, wo die Hälfte der Torhüter aussieht wie Craze. Das hat mich schwer getroffen. Ich wurde nie mehr richtig der Alte. Aber ich bin kein schlechter Torwart, nur weil ich nichts von dir halte. Ganz, ganz krasse Line. Ganz krasse Line, weil überhaupt null gezweckt der Vergleich. Die Line wäre sogar eine Punchline ohne Doppeldeutigkeit. Die klingt so natürlich, Alter, weil nichts von dir, das ist so Bombe formuliert. In dem Kontext 10 von 10, unglaubliche Punchline. Das ist Weltklasse. Perfectly executed, ja. Krank. Also auch gleich, glaube ich, die Punchline des Battles bis jetzt. Ich habe das Video nicht besser gesehen. Besser geht's Leute. Ja nicht. Ein Beispiel vom Gegner. Also besser kann man es nicht flippen. Das so stimmt. Schön geflippt. Plus, es ist noch sinnig mit dem, was er vorher gesagt hat. Also, dass da noch mehr Gewicht drauf ist. Dieses, ich halt nichts von dir. Du hast da gegen Mikesh. Ich finde dich nicht gut. Du bist peinlich. Du bist. Deine Comedy ist so lustig wie das, was du ernst meinst. Das ist genial. Und auch den Reim, den er setzt, finde ich Weltklasse. Das hat mich schwer getroffen. Und die Line ist so geil, die kann man auch sogar so ruhig delivern und die kommt so böse um die Ecke. Bah! Und natürlich der Vergleich, also der Vergleich gibt's schon. Ne? Samuel, ich habe noch mal ganz kurz ein paar Fragen zu deinen Aussagen auf YouTube, XDXD. Cynics Catchphrase, ein für alle mal beerdigt, XDXD. Leon Squallherd, wenn du denkst, dass du so Cynics Catchphrase ein für alle mal beerdigst, dann verstehe ich, warum du keinen Battle Rap machst. Ich halte nichts von dir, wie ein schlechter Torwart. Das ist ja das Naheliegendste, was es gibt. Knallt aber in dem Moment nicht mehr, weil Aussagen auf YouTube nicht geskriptet für ein Battle sind und deshalb Thema verfehlt. Es ist, und das ist, ne, gar nicht böse gemeint, aber Leute denken sich immer, boah, es gibt so viel, was man theoretisch angreifen könnte. Bei einem Cynic, bei mir auch. Aber wenn man diese Sachen, also man kann solche Sachen leicht kontern. Und gerade wenn man die selber in die Öffentlichkeit bringt und selber drüber redet, macht einen das nicht so angreifbar, wenn man dazu steht. Aber, Ich fand auch einfach nur lustig, dass du XDXD geschrieben hast. Das habe ich lange nicht gelesen, Bruder. Seitdem war ich nie wieder der Alte. Aber Cynic, ich bin kein schlechter Torwart, nur weil ich nichts von dir... Boah, ist überragend, ey. Und hier merkt man so ein bisschen, dass Cynic dieses Reimgefühl nicht so krass hat, von wegen Weltklasse-Reim, weil er sagt, ich wurde danach nie wieder der Alte. Nichts von dir halte. Ist eine Silbe zu viel. Ich könnte das gar nicht sagen und... ohne dass ich merke, dass das unästhetisch klingt. Er sagte, glaube ich, ich wurde nie mehr richtig der Alte, nichts von dir halte. Betonte, kurze und lange Vokale. Darum geht es. Schwer getroffen. Die Hälfte der Torhüter aussieht wie Craze. Nicht mehr der Alte oder richtig der Alte funktioniert gut. Das hat mich schwer getroffen. Ich wurde nie mehr richtig der Alte. Aber ich bin kein schlechter Torwart, nur weil ich nichts von dir halte. Unglaublich geile Line. Das ist die erste richtig böse, geile Punchline in dem Battle. Du bist einer von diesen ganzen Fußballertalenten mit tragischen Karrieren. Denn du wärst jetzt Profi, hättest du dir damals nicht die Wahrnehmung verzerrt. Stimmt zwar auch nicht, aber es ist ein geiler Misslied. Ey, du sagst, mein Klamottenstil ist scheiße und jedes Outfit peinlich. Aber die Favoritenrolle, die ich hier bekleide, steht mir ausgezeichnet. Das sind die Beispiele, ne? Die Favoritenrolle steht mir ausgezeichnet. Die Leichen, die ich im Keller habe ich selber.
Und du musst die Treppen erstmal nach oben gehen, um zu. Davon hätte ich so voll viele Beispiele gehabt. Und der hat so viele von diesen Rede. Hätte mich interessiert, wie Cynic das als Punchline umsetzt, weil das ist ein geiler Punkt. Das wäre aber was zum Beispiel, das würde ich nicht schreiben, weil ich wüsste nicht, wie ich daraus eine Punchline drehen soll. Das sind so Fehler, die habe ich früher in Battles gemacht, ganz häufig. Mir fällt sowas auf, auch gegen Cynic, mir fällt sowas auf. Dann sage ich das, die Leute verstehen das auch. Und dann schaffe ich es aber nicht, einen Turn zu machen, warum ihn das jetzt angreift oder was daran falsch ist. Eine geile, keine Ahnung, eine geile Doppeldeutigkeit damit zu finden oder irgendwie einen Punkt, warum man ihn das ankreiden kann. Das ist so meine größte Schwäche in A Cappella Battles und das ist eine der großen Stärken von Cynic. Das hätte mich wirklich interessiert, muss ich ihn privat mal fragen, wo er aus diesem Angle dann den Treffer hätte setzen wollen. Wendung, die der einfach so ein bisschen umdreht. Ja. Stattdessen. Ich könnte mir auch vorstellen, Julian, dass er das so ein bisschen ad absurdum geführt hätte. Dass er es halt völlig übertrieben hätte und es damit lächerlich gemacht. Weil Leute doof aussehen lassen durch Parodien oder eben durch Sachen ins Extreme führen, die der andere macht. Das kannst du nicht sehr gut. Zähle ich dann 19 oder 21 Pixar und Disney Leute auf und alle so, hä? Also stell dich ruhig über mich. Koste das hier noch genüsslich aus, aber was für Mode, Dicker. Du verkaufst T-Shirts mit Sprüchen drauf. Ich will mich hier nicht produzieren. Ich bin nicht Lord Norman. Doch hab das alles hier kommen sehen wie George Orwell. Du redest von Liebe für Battle Rap. Doch hast nie die Bedeutung von Liebe begriffen. Du hast Battle Rap nie geliebt. Du wolltest ihn nur besitzen. Du nennst dich Battle Raps zugedröhnten, aggressiven Stiefvater. Was auf kranke Art und Weise bezeichnend ist. Denn du lässt alles an ihm aus, nur weil er nicht deiner ist. Geile Line. Okay. Stecken keine Gefühle drin. Das ist für dich nur noch Drecksbusiness und Cynic joked auch nicht mehr. Cynic verschenkt Tickets. Besser wird's nicht mehr. Bei aller Liebe, was willst du machen? Das hier ist dein Zenit und du stellst niemanden in den Schatten. Das Battle der beiden Titelträger war das Main Match. Und das ist jedem Einzelnen hier drinnen klar. Sollte sich rausstellen, nein. Guck dir die Stimmung bei diesem Battle an. Guck dir die Stimmung beim Main Match Bong Taggy gegen Kato an. Ist nicht das Main Match. So, wenn das ein Titelmatch gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, weißt du was, ist ein Titelmatch. Pack mich da drunter auf den Flyer, mach das Titelmatch am Ende des Abends, bin ich halt Vorletzter. Aber bei dem Lineup ist unser Battle ist das Main Match. Und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, dass Cynic das selber als Bedingung stellen muss, ein bisschen bezeichnend auf der dafür, was er für einen Stand bei Diddy hat. Bei Top Tier Takeover wäre Cynic immer Main Match, ganz klar. Ich glaube, auch bei Diddy zum Beispiel wäre Caranova gegen Davy Jones Main Match. Bei Top Tier Takeover ist es aber Cassius Clay gegen Jesus, obviously. Wenn jetzt Conor McGregor seinen Comeback-Kampf machen würde gegen Michael Chandler und davor wäre Charles Oliveira gegen Islam Makhachev Rematch, dann wäre trotzdem Conor versus Chandler wahrscheinlich das Main Match, obwohl es von der Leistung und vom Pound-for-Pound-Ranking definitiv das andere sein müsste, weil es das ist, was am meisten erwartet wird und weil es die Leute in der Halle hält. Und deshalb ist es schon logisch, weil auch wenn du Bong Taggy gegen Kato hast, das Match mit dem meisten Interesse und mit dem besten Build-Up war dieses. Und auch wenn wir im Dezember in Corvallis sind und ich gegen Jesus battle, kann es sein, dass Caranova gegen Davy Jones das bessere Battle wird. Keiner weiß, was Jesus macht. Aber niemand wird da die Halle verlassen, weil mit dem Build-Up, mit den Face-Offs, mit dem Beef, der da im Hintergrund ist, Roos, Marvin, Kuchen, Sinan, alles involviert und so weiter und so fort. Und da kommt der Clash. Jeder möchte wissen, was da passiert. Und das ist hier bei Cynic gegen Craze genauso. Trotzdem ist es ein legitimer Angriffspunkt. Ich hätte den Angriffspunkt eher, glaube ich, so gesetzt, nicht von wegen, das war deine Bedingung, dass das Main-Match ist, sondern krass, wie weit es gekommen ist, dass du das mittlerweile als Bedingung stellst und es nicht mehr automatisch ist. Also ich hätte das eher so gedreht, Cynic, früher wäre das jedem klar gewesen, dass das Main-Match ist und jetzt mittlerweile musst du darum bitten, dass es das Main-Match ist. Die Views, die Kommentare, die Experience vor Ort haben im Endeffekt alle bestätigt, dass Mainz und Craze Match zu Recht das Main Match des Abends war. So. Und ich rede nicht davon, dass unser Battle besser ist als Jumbo gegen Jolly J. Also für mich war Jumbo gegen Jolly J vom Gesamtding her stärker als unser Battle. Ja, Battle des Abends. Aber es geht um den
um die Spannung, um das Excitement, um den Wow-Effekt, um das Knistern in der Luft, um die Erwartungshaltung. Mhm. So, das war schon, das ging von Goiner, Karanova, wer da alles war, Kama, Teggy Kato war, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das nach Jarambo oder Dings war. Aber im Endeffekt war es auch. Sekunde mal. Wir haben einfach diese Rückblicksfolgen. Ich weiß gar nicht, ob die so viel Sinn machen. Guck mal, das ganze Jahr war dominiert mit dem Sinan-Thema. Und wir haben dieses Thema ja auch ausgeschlachtet, sein Urgroßvater hier. Ich habe fast 6 Monate jeden Tag gestreamt. Dann haben wir diese Kriege gehabt. Habt ihr das gehört? Ich sag da mal nichts zu. Auf jeden Fall zu Recht das letzte Battle des Abends. Klar, wir betteln nur aus einem Grund als letztes. Weil das deine scheiß Bedingung war. Und du nennst dich... Ja. Fallhöhe. Also, wie gesagt, nicht schlimm, dass Cynic diese Bedingung stellt. Der eigentliche Angriffspunkt hier ist für mich, dass es nötig ist, dass Cynic die Bedingung stellt. Daraus hätte man was drehen können. Dass er das macht, finde ich gar nicht schlimm. Aber ich bin ja auch jemand, ich feiere die Art von Cynic, ich feiere die Art von David Jones. Ich finde es geil, anzuecken, sich mit Leuten anzulegen, es nicht jedem recht zu machen, da auch mal auf den Tisch zu spucken, Alter. So Beine auf den Wohnzimmertisch und auf den Boden rotzen und da bringen wir ein Bier jetzt, die kleinen Fotzen hier. So, man benimmt sich da daneben, das ist Battle Rap, Alter. Guck mal, als ob ich mir jetzt nicht, und das sind ganz valide Punkte natürlich, und die Leute sind zu Recht so, oh, das gibt's doch nicht, was ist das denn für einer? Ja, das ist doch geil, Mann, das ist doch geil. Ich bin ja. Cynic, ich bin der größte Battle-Rapper Deutschlands, Dicker, wenn ich da hinkomme, ich muss Main-Match sein. So, und die anderen Lappen setzen sich im Interview hin das und sagen, ja, der Gegner war schon... Das ist genau mein Shit. Er spricht nur aus der Seele und, hier. Und schon wieder kein Main-Match. Endlich ein Main-Match. Labern die ganze Zeit vom Main-Match, aber fordern kein Main-Match. Ich fordere zu Recht, Main-Match zu sein. Auch bei der Card. Und ich war zu Recht, wir waren zu Recht da, Main-Match. Ja. Das war das Match, was am meisten Aufregung, am meisten Gesprächsstoff, krasse Reaktionen, Emotionen, Spannung, Knistern... Das war das Match des Abends. Das auf YouTube jetzt ein anderes Battle von der Leistung der MCs qualitativ besser ist als das, hat ja nichts damit zu tun, dass das hier zu Recht das Main-Match des Abends war. Und ich fordere das. Ich fordere das, weil ich ein Battle-Rapper bin, weil ich mich für den Größten halte, nicht für den Besten, habe ich auch nie gesagt, für den Größten. Und dann habe ich da oben am Flyer zu stehen, egal ob da 2 Champs gegeneinander battlen. Und das ist eine Aussage, das ist mit Output, aus dem Fenster lehnen, Risiko, Fallhöhe. So, und da kann sich so ein Lappen gerne hinstellen und sagen, ja, ich habe jetzt 5, sagt in seinen Battles immer, Main-Match, schon wieder nicht im Main-Match, an will das wohl liegt. Der ist im Main-Match und liegt an mir. Und er versucht, mir einen Strick draus zu drehen, das ist doch vollkommen in Ordnung. Deswegen braucht es ja mehr Leute wie mich, die... für Reibung sorgen, die Faxen machen, die sagen, hör mal zu, ich will das und das, ich bin Battle-Rapper, ich bin Cynic, SSYNDC, hör mal zu, Jamie, ich bin ganz klar das letzte Match auf dem Ding. Ist doch Battle-Rap oder nicht? Was für ein Battle-Rapper wäre ich denn, wenn ich sage, ja, also, klar. Entschuldigung, Leute, ich kann hier 1:1 nur zustimmen. Ich glaube, bei aller Ekelhaftigkeit, die wir teilweise an den Tag legen und so arrogant das alles immer mal wieder wirken mag und, oh mein Gott, sie legen sich mit jedem an vor die Wackos, was denken die, wer die sind? Und hier Marvin, Vendingo, die werden auch noch auf die Fresse fallen, bla bla bla, das ist mein Shit, das ist ganz genau mein Shit. Das, was Cynic hier erzählt, unterschreiben dir Twizzy und ich 1:1. Ja, und Teggy gegen Kato, Jarambo gegen Jolly J, passt für mich auch, wenn ich da Dritter auf dem Flyer bin. Ist jetzt auch, ne, Ligenchef und Titelträger. Nein, Mann, ich bin Cynic, ich bin oben auf dem Flyer. Hä, wohin mit euch? Und das ist jedem Einzelnen hier drinnen klar. Und dass das nur überhaupt eine Reaktion bei den Leuten gibt, ist halt Deutschland. Probier das mal im Amiland zu sagen. Wir sind nur Main-Match, weil du das wolltest. Das sind Props, das ist was Gutes. Wir sind nur, ja, ich hab die Power. Ich hab die Macht zu sagen. Das ist wirklich so eine deutsche Mentalität, ne? Du hast uns ein Main-Match organisiert. Wegen dir sind wir beide das Main-Match. Ist eigentlich, wenn man so zu Ende denkt, vor der Wacker-Angriffspunkt. Mann, Alter, wegen dir stehen wir oben auf dem Flyer. Ohne dich hätten wir unten auf dem Flyer gestanden. Was denkst du, wer du bist, Alter? Das funktioniert Real Talk, das funktioniert wirklich nur in Deutschland. Das ist ein ganz, 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 ganz deutsches Ding. Ist crazy. Ist wirklich crazy, Alter. Check ich nicht. Aber in Deutschland darfst du auch nicht, also was heißt darfst du nicht, aber die deutsche Mentalität hat sehr, sehr große Probleme irgendwie auch mit Flexen und so weiter und so fort, damit gut über sich selber zu reden. Und ich verstehe das nicht, ich finde das super.
sagen, hör mal zu. Ja, ich finde das super. Ich will als Letzter an dem Abend, ich will Letzter sein. Okay, eigentlich wollten wir so, nee, ich mach das, aber ich will da auf dem Flyer oben stehen, ich will da Main Match sein. Das ist doch was Krasses. Und ich hab's ja auch durchgekriegt. Wir sind hier nur Main Match, weil du das wolltest. Ja, geil. Eigentlich müsste man sich denken so. Boah, regt er sich auf, Alter, geil. Crazy, Alter. Powerhouse. Aber ist ein anderes Land, sind andere Leute. Es ist Craze, yep. Es sind Leute wie Craze. Da zieht das anders. Und ich will damit yep. nicht sagen, dass der Angle jetzt wack ist oder so, ne? Das kann er natürlich sagen, weil der ist ja auch nicht doof. Der weiß ja auch, wie ich mich darstelle, wie der Großteil der Leute mich sieht. Er muss auch mal liefern, um das Main-Match darauf zu rechtfertigen. Alleine mit Fordern reicht's für mich nicht. Na, es hat ja nicht nur was mit Fordern zu tun. Natürlich, die Leistung im Battle ist bei Cynic auf jeden Fall durchwachsener als in seiner Prime, müssen wir nicht drüber reden. Trotz alledem, wenn du durch die Leute gehst, ist das Cynic-Match das, auf das viele Leute warten. Ich sage nochmal, bei jedem anderen Match, also wenn das irgendwo anders gewesen wäre, es wären immer, immer, immer Leute gegangen. So. Wenn das jetzt das Vorletzte gewesen wäre und Bong Takikato wäre das Main-Match gewesen oder Jerambo Jolly J. Ich glaube nicht, dass einer in dieser Halle nicht das Cynic-Match sehen wollte, aber ich glaube, dass viele Leute in dieser Halle nur wegen dem Cynic-Match da waren. Natürlich auch. Ich bin die ganze Persona drumherum rechtfertigt das Main-Match. Wie gesagt, ähnlich wie bei Conor. Ich finde den Vergleich zwischen Cynic und Conor immer passender. Kein Sympath. Ich bin arrogant. Ich reiß die Fresse auf. Ich widerspreche mir, also alle Flaws, die ich habe, die weiß der natürlich. Da. Wir betteln nur aus einem Grund als Letztes. Weil das deine Scheißbedingung war. Und du nennst dich Legende. Du wirst noch mal frech auf deine alten Tage. Dicke, du hast genauso viele gute Battles, wie ich Katzen habe. Das ist auch etabliert, ne? Das ist geil, Alter. Also ich würde sagen, Cynic hat zwei Top-Notch-Battles, die wirklich gestört sind. Also zwei Endstufe-Top-Top-Tier-Leistungen. Das war gegen mich und das Rematch. Und aber mit Sicherheit noch 5, 6 Spitzenleistungen. Zwei, wo man sich denkt, crazy, Alter, sowas habe ich noch nie gesehen. 5 Spitzenleistungen ist auf jeden Fall. Also den Status hat er zu Recht. Und ich würde bestätigen, im deutschen Battle-Rap ist Cynic eine Legende. Ja. Und da gibt es von aktuell aktiven Leuten auch nicht viele. Mikesh könnte sich dahin avancieren, auch wenn seine Zeit natürlich nur sehr kurz war. Aber der hat krass abgeliefert. Maide definitiv. Gregpipe Basic sind Legenden. Fahrt ist eine Legende im deutschen Battle Rap, auch wenn es damals eher Freestyle war. Nidal würde ich als Legende bezeichnen. Und da hört es schon langsam auf, Alter. Da, Gia, Tierstar sind Legenden, Alter. Ja. Aber da hat Cynic auf jeden Fall seinen Spot dabei. Und ich würde Cynic sogar auf dieses. Also, Cynic steht für mich da neben Gregpipe im A Cappella und Gio und Fahrt im Freestyle. Das sind da für mich. Karate Andy, ja. Ja, hat halt kein A Cappella gemacht. Freestyle safe, aber kein reines Battle Rap Ding. Aber im Freestyle kann man Andy dazu packen. Auch wenn es für mich nicht das gleiche war wie Gio oder Fahrt, weil die Zeit einfach deutlich kürzer war. Taggy safe, auch wenn du den nicht leiden können. Na, Taggy fehlt halt noch dieser Wow-Effekt, diese Titelambitionen oder weiß ich nicht, der eine krasse Sieg in der Fehde. Gegen Cynic Fehde zweimal verloren. Taggy braucht, glaube ich, noch eine Fehde, so wo er jemanden richtig in den Boden stampft. Und deshalb würde ich Taggy da noch nicht mit reinziehen, auch wenn Taggy gerade der beste Allrounder und konstanteste Battle-Rapper ist. Oh ja, Jarambo auch guter Call, Alter. Jarambo kann man mittlerweile A Cappella-technisch auch auf jeden Fall reintun, das stimmt. Gute Line, aber. Natürlich nenne ich mich Legende. Also. Hä? Du hast genauso viele gute Battles, wie ich Katzen habe. Und das ist 8 Jahre her, also spiel dich nicht auf, Mann. Du warst top hier in der Zeit, in der. Neben Gio im Freestyle, ja. Fahrt und Karate Andy kann man skilltechnisch durchaus neben Gio im Freestyle tun. Was Fahrt damals bei One-on-One und so weiter abgerissen hat, plus auch A Cappella auf den Feuer über Deutschland-Platten. DVDs, der hat ganz, ganz viel für Battle Rap gemacht. Fahrt kommt natürlich aus einer anderen Zeit. Die Leistungen von damals würden heute nicht mehr standhalten. Aber Fahrt ist der Hammer, Digga. Fahrt ist der absolute Hammer. Du hattest viele Gegner, doch beerdigt hast du keinen je so hart, wie Serda Somuncu dich in deinem eigenen Format. Ich hab ein eigenes Format und ich sitze mit Serda Somuncu da.
Ja, das ist aber nicht der Angriffspunkt, Bruder. Ich habe das schon mal gesagt. Na, das ist ja, da würde ich widersprechen, weil ja, gibt dir jeder Props für, feiert jeder, du hast einen krassen Weg, das stimmt, aber trotzdem wurdest du auf dieser Bühne gefickt. So, sonst könntest du ja auch sagen, ja, du hast im Battle gegen, wenn mir jetzt jemand sagen würde, du hast im Battle gegen Disaster reingeschissen. Ja, aber ich habe im Battle gegen Disaster. Ja, stimmt, schreibe ich mir auch auf die Fahne, ist auch geil, aber ich habe in dem Battle Scheiße abgeliefert und das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Dass man sich auch mal andere Battle-Rapper vorstellen soll. Und ja, aber doch nicht Cynic. Du hast Cynic da auch dazu erwähnt. Nein, habe ich nicht. Ich habe gesagt, das, was Fahrt und Gier und Karate Andy für mich im Freestyle sind, ist ein Cynic neben Greg Pipe, Mighty und zwei, drei anderen im A Cappella. Aber ähnlicher Legendenstatus, eben nur in anderen Disziplinen. Da hast du mich wahrscheinlich dann missverstanden, Spriff. Könnt jetzt auch. Nee, ich mach's aber nicht. Moin, Magda. Du hast ja gerade. Hast gerade Battle Rap Legenden Talk verpasst. Vollkommen in Ordnung. Ja. Du hattest deine Mighty Battles, aber konntest weder ihn noch Mika schlagen. Du hast kaum Siege, aber dafür halt die legendärsten Niederlagen. Das ist Blödsinn. Und trotzdem hängt das alte Bild noch immer in den Köpfen fest. Doch ginge es nach Leistung, bekämpfst du nicht mal ein Eröffnungsmatch. Dieser Sport hat sich entwickelt, deine scheiß Performance aber nicht. Das ist wie dieses Harry Potter Spiel, weil deine ganze Legacy ja eigentlich nur die Vorgeschichte ist. Das hier ist deine Battle Rap Abschiedstournee. Ist die Legacy von jemandem nicht immer die Vorgeschichte? Also wenn du vor jemandem stehst und auf seine Legacy anspielst, dann setzt sich seine Legacy ja zusammen aus dem, was bis zu diesem Punkt, in dem du vor ihm stehst, passiert ist. Das bedeutet, egal an welchem Punkt seiner Karriere du jemanden erwischst, kann man immer sagen, deine Legacy ist hierzu nur die Vorgeschichte. Und es stimmt einfach immer, wenn man drüber nachdenkt. Ich weiß, was er sagen will, der Harry Potter-Vergleich ist auch okay, aber als Zeile kein Sinn, oder? Für mich. Vorgeschichte ist. Woher weiß er das? Er hat das doch bestimmt boykottiert. Ja, das mag sein. Das hier ist deine Battle Rap Abschiedstournee. Du spielst nochmal die alten Hits. Die neuen Sachen singen sie schon gar nicht mit. Sie warten alle nur auf, ob du behindert bist und ich verstehe die Frage nicht. Ich perform jedes Mal wie ein Headliner. Das Liner bist mir Latte. Doch dein Ego muss öfter gestreichelt werden als meine eine Katze. Pause zu lang, sau vorhersehbar. Sau vorhersehbar. Ich weiß nicht, warum das so ist, diese vorhersehbaren Vergleiche, die irgendwie auf den Gegner abziehen. Bongtaggy hat das auch mal gemacht. Ja, war wohl ganz schön gerissen. Wieder in einer Lungenflügel, du Spaß. Und ich sag, Dicker, den hast du mit dreistelliger Dioptrinzahl hast du den kommen sehen. Was ist das denn? Niemand kann dir helfen. Das hier ist das eine Match zu viel. Du bist Samuelsen. Nichts mehr weiter als dein Meme. Und du bist... Gut. Du bist Samuelsen. Nichts mehr weiter als dein Meme. Und du willst Battle Rap repräsentieren? Ich glaube, ich muss kotzen gehen. Erst seitdem du wieder Spielschulden hast, kann man dich auffällig oft hier sehen. Steuer, keine Spielschulden. Und du kannst froh sein. Ich glaube, da wird er was zu sagen, weil als Süchtiger wirst du, glaube ich, wenn du damit zu Unrecht konfrontiert wirst, wirst du fuchsig. Steuerschulden. Und ich glaube, es gibt keinen Battle-Rapper außer mir, der seit dem Jahr 2014 in jedem Jahr gebattelt hat. Also diesen Battle-Rapper gibt es nicht. Ich habe ja nicht mal, so wie Mighty oder andere Leute, eine Auszeit genommen. Ich glaube, Bongtaggy und ich sind die einzigen Battle-Rapper, die seit 10 Jahren, weil nächstes Jahr geht es ja auch noch weiter, die seit 10 Jahren immer am Start sind. Ich glaube, weil ich so viel anderes mache und Battle Rap nie mein Main-Ding war, dieser Battle Rap zumindest nicht, werde ich da nicht so mit reingezählt. Aber wenn man so alle Teilnahmen zusammenrechnet, hat Cynic wahrscheinlich ein paar mehr. Aber again, hello, am I a joke to you? Natürlich regt einen das auf, weil das ist ja meine Legacy. So ist ja meine. Ich habe doch die ganzen Jahre und die ganzen Battles da reingesteckt und die ganze Arbeit. Und ich habe ja alleine mehr für Battle Rap gemacht, als der da in seinen 3x3 Runden vor Plexiglas und so. Den kennt ja immer noch keinen Schwanz. So. Aber, ja, und das ist natürlich für mich voll schwer zu akzeptieren, dann sowas zu hören. Aber das ist das Spiel. So ist es. Das ist ja von jedem selber die Entscheidung. Obwohl ich finde, dass das nicht mal eine Entscheidung sein sollte. So wie du bist, bist du halt. Und wenn du dich so ein Haifischbecken wie Battle Rap begibst, dann sei auch ein Hai, Alter, dann. Das ist leider Wunschvorstellung, dass Battle Rap ein Haifischbecken ist.
Das ist ein Haufen komischer Studenten, Alter, die sich auf der Bühne die schlimmsten Sachen erzählen und dann nachher kuscheln gehen. Diese Art von Battle-Rappern, die Cynic gerne hätte und ich auch gerne hätte, haben wir nur eine Handvoll. Mach auch! Stand your ground, mach das! Also, ich weiß nicht, das ist, also, ja, Liebe zum Battle-Rapper. Und du kannst froh sein, dass die dir überhaupt noch einen Job hier geben. Denn wärst du unser Aushängeschild, würde auf dir geschlossen stehen. Gute Line. Böse Runde, klar an Craze. Also ich versuche jetzt kurz objektiv zu sein. die Punchline haben geballert. Die hatten alle einen wahren Kern in den Köpfen der Leute, die... Da waren sehr viele Haymaker dabei, die mit Dingsbums, nur weil ich nichts von dir halte, ist crazy gewesen. Da waren aber noch mehr dabei. Ja, also zweite Runde klar an Craze. Ja. Sehr gut auf jeden Fall. Very good, very good, very good. Auch wieder 4 Minuten. Ne, länger als 4 Minuten. So, dritte Runden kommen. Dritte Runden stehen an. Wie weit sind wir? 40 Minuten noch Cynic, let's go. 30 haben wir schon. Leuten aus der Seele gesprochen. Und das sehr gut gemacht. Und da waren wirklich böse Punchlines dabei. Ja. Das ist nach Rumoren, nach einer krassen Runde. Das ist geil. Das ist super. Größter Ritterschlag, Alter. Das ist geil. Das muss man erstmal schlucken. Da muss man erstmal kurz überreden. Was hat der da mit dem gemacht, Alter? Crazy. Das. Kommt der jetzt nochmal wieder? Ich meine, der hat eben gechoked. Nicht, dass der jetzt wieder verkackt. Ich weiß gar nicht mehr, wie meine dritte Runde, worum es da geht oder was da, wie die anfängt. Stabile Runde, ja? Kann man mich hören? Kann man mich hören? Ja. Okay. Um das Ganze hier mal ganz kurz legacy-mäßig zum Thema einzuordnen. Zu einer Zeit, als ich schon jahrelang alles und jeden als einziger im Freestyle und im A Cappella weggefickt habe. Und meinem eigenen Merch selbstverdient 5-stellige Umsätze gemacht habe und jede Woche 100.000 Menschen darauf gewartet haben, wann es von mir das nächste Auge gibt, hast du hier gestanden und erzählt, dass du eine dicke Taube bist. Die Leute wissen gar nicht, wie lange der schon versucht, mit seiner Musik erfolgreich zu sein. 10, 11, 12 Jahre, das ist wirklich krass. Doch, und wenn man die Tragweite deiner Mucke so sieht, kann man schon sagen, die ist das Gegenteil von beliebt. Ne, @craze@craze_switchmode, www.arondulfer.de, twitch_craze53, alle Seiten, die es längst nicht mehr gibt. Straßenbühnen in Hürth, ne, Straßenfeste als Karrierepeak, weshalb man sich dann nach Jahren des Rumdümpelns irgendwann vollkommen zurecht doch noch entschließt. Facebook-Post, Zitat: Hey meine Freunde, ich starte demnächst ein Hip-Hop-Projekt und unter dem Namen Craze mache ich dann Rap auf Deutsch zu Kopfnicker-Beats. Hip-Hop-Projekt, ja? Stabil, Alter. Der Post hatte 5 Likes. Ne? Also von Nicht-Familie. Ne? Wurde aber auch geteilt. Ne? Ist jetzt erstmal nicht die Welt, aber wurde einmal geteilt von ihm selbst. Aber am selben Tag announced er seine nächsten Live-Auftritte. Der Post hat 4 Likes. Einmal seine Mutter und einmal, ich kann mir das nicht ausdenken, eine Corinna, eine Katrin und eine Jutta. 3 Kommentare darunter, einer von deiner Mama, einer von dir und einer von einem Mädchen, was dir sehr, sehr ähnlich sah. Da brauchte ich nicht lange zu suchen. Ne? Aber wenn eh nur Familie und Freunde auf deine Texte reagieren, dann ist mit öffentlich verkünden doch langsam mal gut, ey. Ne? Wenn du nächstes Mal ein dickes Announcement hast, erzähl das doch einfach bei Kaffee und Kuchen. Ist ja wieder in der Spur, schön. Da sind die Leute jetzt sehr wohlwollend, weil die sich, glaube ich, einfach nur freuen, dass ich wieder im Battle drin bin. Und dieser Joke in der zweiten und dieses verkackte Scheme. Ich will mal Mucke von Craze hören. Ich will jetzt mal Mucke von Craze hören. Ich will mal wissen, ob es da was gibt. Wenn ich Craze erstens suche, dann müsste ich ja auf seinen YouTube-Kanal kommen und vielleicht gibt es da ja auch Hip-Hop-Musik auf Kopfnicker-Beats. Craze und Lord Normal, okay. Lord Normal interessiert mich nicht, ich will nur Craze haben. Craze und Lord Normal, einfach nur Lines, Nine Club. Lord Normal und Falk, die Haters, Cowboy, Craze, Spitzkopf. Noch. Disco Daddy, Craze und Lord Normal featuring Maze, wer du warst.
Komm, wir hören mal das Neueste. König Chaos vor 2 Jahren. Bin gespannt. Hip-Hop-Musik auf Kopfnicker-Beats. Ich bin von Chaos umgeben, ich befinde mich darin und weiß nicht mal genau, wie ich hier hingekommen bin. Doch ich glaub, das ist schon lange her. Ich erinnere mich zumindest an nichts anderes mehr. Denn als sich das Chaos dann verbreitet hat, wurde... Sekunde, das machen wir gleich nochmal. Twizzy, ich bin live, was geht ab? Yo, alles cool. Ey, ich hab dir ein Video geschickt. Ja, Roosie Baby, der selber sagt, dass er das Sinan-Thema 6 Monate ausgeschlachtet hat, hab ich gesehen. Oder ich will das Kuchen-Video machen. Warte, chill. Die Leute hören dich, ne? Ja, ja, klar, es brüllt okay. Dieses Video, alles gut. Wie war das so? Ruth, lass meinen Bruder Sinan in Ruhe. Lass meinen Freund Sinan in Ruhe. Alles gut. Dann viel Spaß an alle, ne? Danke, ciao. Die Geisterstadt dem Erdboden gleichgemacht. Hab angefangen, solche Dinge einfach hinzunehmen und aufgehört zu versuchen, darin einen Sinn zu sehen. Manchmal könnte ich wahnsinnig werden bei dem Gedanken, unter diesen Straßenlaternen eines Tages zu sterben, weil ich alles versuche und dann trotzdem noch scheitere. Die Welt bleibt stehen, doch mein Kopf dreht sich weiter, weil das kein Wunschkonzert ist. Immer noch unterm Strich nichts außer die Mucke im Griff. Denn wir jagen unser Leben lang Momenten nach, dann sind sie endlich da und wir erkennen's nicht mal. Für jeden enden Tage auch mal tödlich. Sitz in meiner Asche, warte auf den Phönix. Nichts in Ordnung, doch alles ist hier möglich. Denn schön produziert, trifft auch den Takt bis auf 2 Stellen, aber ist jetzt auch nichts Besonderes, wa? Also ist das nicht scheiße, ich habe deutlich schlechtere Musik von Battle Rappern gehört, aber ist so, keine Ahnung, ist halt da. Aber kann man, ich habe es mir tatsächlich schlechter vorgestellt. Kann man nicht haten, aber ich glaube auch schwer zu feiern. Ist halt am dass Start das so. Dass jetzt nicht so einen Einfluss hat auf meine Performance in der 3. Wir stehen uns ein äußeres Verfluche. Dicker, früher warst du noch du, Aaron Dulfer. Ne? Ein Classic Butterface. Ne? Sah auch wie so ein tauriges Schweinchen. Hm? Ohne große bunte Haare, ganz normale Klamotten. Keine Nein, bei weitem nicht so schlecht wie Taggy. Aber du fängst dir an, die großen Tattoos zu machen, die so eine künstlerische Message verbreiten. Baum mit Ohrringe, bunte Haarbänder, Dreadlocks, lackierte Fingernägel mit Farben, die sich allesamt beißen. Ja, ne? Und du tätowierst dir einfach Bob Dylan auf den Unterarm. Hier, ich hab das gesehen, dachte mir auch, dicker, krass. Heftig, was? Da gehe ich nächstes Mal aus. Der Tourstudio sagt, ja, ich bin zinnig, ich habe erstens geschrieben, einmal auf den Rücken bitte, das Porträt von Nas. Und das, was ich meine, das hier ist alles sehr, sehr gut, aber in der Runde sind in der Performance und in der Vortragsweise, finde ich, so viele kleine Unsicherheiten drin, dass ich persönlich mehr darauf achte, ist er noch drin, ist das, was er sagt, geschrieben. Das ist so ein bisschen Davy-mäßig. Er kriegt das Schiff irgendwie zu Ende und kommt zur Endpunchline, aber das wirkt nicht gut einstudiert und darunter leidet leider Gottes der Inhalt sehr. Bob Dylan ist eine Ikone, Dicker. Blowing in the Wind, Sarah, Mr. Tambourine Man, Hurricane sind nur... Allein da ist vor Mr. Tambourine Man, dieser 0,5 Sekunden Stumbler, nimmt für mich schon ganz viel raus. Dylan ist eine Ikone, Dicker. Blowing in the Wind, Sarah, Mr. Tambourine Man, Hurricane sind nur 4 gute Gründe, warum der Mann als Singer-Songwriter die unangefochtene Nummer 1 ist. Und du bist derselben Meinung, das ist eine Hommage, das weiß ich. Aber wie kannst du dich ohne zu schämen als Singer-Songwriter betiteln, wenn dein mit Abstand bekanntestes Lied einfach meins ist? Ist dir das nicht peinlich? Nein? Du hast einfach eine Coverband, mit denen der sich über Battle-Rap-Kollegen und deren schlechte Songs lustig macht. Heftiger Stuff. Ich habe selber schon alles und jeden in den Kakao gezogen, aber zuvor habe ich es zumindest erstmal besser gemacht. 3,5 Jahre später, nachdem mein Song rausgekommen ist, lässt du dich immer noch dazu bitten, den Song live zu spielen, also vor so 40 besoffenen Missgeburten auf Battle-Rap-Events. Ja, und du machst das sogar. Das ist schon hart. Digga, ich würde mich erschießen, wenn ein Veranstalter zu mir an so einem Abend kommt und sagt, Samuel, super Comedy, aber zum Beispiel noch irgendwas Bekanntes, am besten was von Mario Barth. Digga, deine Erfolglosigkeit ist noch beängstigender, als das Hakenkreuz ist. Ich bin kein Lehrer, das ist keine Schule, aber für dich gibt's heute ein Armutszeugnis. Und ich bin kein Lehrer, das ist keine Schule, aber für dich gibt's heute ein Armutszeugnis. Ist jetzt keine Line, die dieses hingezweckte Hakenkreuz-Setup rechtfertigt. Keine Ahnung, wie das da reingerutscht ist. Kreuz ist.
Ich bin kein Lehrer, das ist keine Schule, aber für dich gibt's heute ein Armutszeugnis. Und du stellst dich hin und sagst zu Jarambo, dass er früher Straßenrapper war und heute nur noch im Kopf Lieder von seinen Kindern hat. Du sagst zu Kato, du hättest ihn überholt. Dicker was? Du sagst zu Mars B, er wäre den Weg nicht zu Ende gegangen. Was bist denn du für ein Spinner? Krass. Wer ist den Weg? In allen Ranglisten bist du auf Ewigkeiten hinter Mars. Kato ist der, der von euch beiden momentan die Titel hat. Und Jarambo macht trotz zwei Kindern und richtigen Job hier jedes Mal Randale und reißt immer ab. Also halt deine Fresse, wenn es um Sachen geht, von denen du nicht im blassen Schimmer hast. Ey, ganz kurz, die letzten zwei. Guck mal, der stand hier letztes Mal vor Caranova und meinst du Caranova einfach? Also den, wie gesagt, ich hab's noch nicht gesehen. Den wollte ich, also offensichtlich wegen Crowd-Reaction und weil es halt gepasst hat, also das war jetzt nicht so bedeutungsschwanger wie gegen Bong Taggy, deswegen habe ich auch nicht so aggressiv performt. Da ging es einfach nur nochmal den Leuten ins Gedächtnis zu rufen, okay, da war ja noch eine Line, die man geil mitgrölen kann. Und es ging, und das ist alles Real Talk, aber so belegt. Ich schwöre, Digga, das ist voll die Cassius Clay-Runde bisher. Das ist voll die Cassius Clay-Runde bisher, Alter. Weil... da ist irgendwie ganz viel richtig, aber dieser Bam-Moment, der kommt nicht. Peter Real Talk, ne? Du bist ein sehr erfolgloser Musiker, den kein Schwanz interessiert. Du bezeichnest dich als Singer-Songwriter, aber dein bekanntestes Lied ist eine Coverversion von meinem Track, über den du dich lustig machst. Das stimmt. Das ist auch ein valider Punkt. Für mich ist das übelst peinlich und auch vernichtend. Aber die Leute, keine Ahnung, die haben es anscheinend nicht so gefühlt. Und auch die ganzen Beispiele, du sagst zu Kato, du hast den überholt, du sagst zu Mars, der hat so, du hast zu so, aber bist du, also, das sind ja alles Hard Facts, so, ne? Das ist halt so der Ansatz. Caranova hätte nur Glück. Und Glück ist kein Erfolg. Ich habe das gehört und habe gedacht, ach echt? Und du hast bis jetzt musikalisch ja nur Misserfolg. Und Misserfolg ist kein Pech. Das ist so eine Knallerline, Digga. Hart, das ist so eine geile Line. Und jetzt stellt euch die mal vor. Du sagst zu Caranova, er hatte bisher nur Glück. Und Glück ist kein Erfolg. Und du hast recht. Aber du hattest bisher nur Misserfolg. Und Misserfolg ist kein Pech. Wenn er die bisschen reinperformt, nahe geht, bisschen Aggression nicht. Und Misserfolg ist kein Pech. Da fehlt so das Vertrauen in die Line. Das ist eine Monster-Punchline, Alter. Das ist eine Monster-Punchline. Die ist ultra krass. Erfolg ist kein Glück, ja, und Misserfolg ist kein Pech. Das ist unnormal, das ist auf Metaebene, das fliegt dem so um die Ohren. Wenn er die selbstbewusst performt hätte, dann wäre das, wie eine Torwartline, also wie diese Torwartline von Grace, nur noch viel tiefer gehender. Wenn er die krass performt hätte, Junge, Alter, was ein Ding. Erfolg. Und Erfolg ist kein Glück. Oder Erfolg ist nur Glück und Misserfolg ist kein Pech. Ich finde den super. Der kam auch. Aber manche sagen so, oh, manche waren so, hey, lustig. Krasse Zeile, Digga. In einem Interview, was kein Schwanz gesehen hat, hat er erzählt. Also nur Hardfacts, Zitate, Beispiele, unwiderlegbare Sachen. Also indiskutabel. Alles, was ich zu dem sage, ist indiskutabel in diesem Battle. Also ich würde jetzt auch mal gerne, zum Beispiel, wenn jetzt Craze, keine Ahnung, vielleicht machst du deinen Twitch wieder auf, wenn Craze jetzt auf das Battle reacten würde. Du kannst gegen meine Sachen nichts sagen. Die sind nicht widerlegbar. So. Du siehst aus wie jemand, der antriebslos ist. Du hast so viel Klamottengeschmack wie eine Gurke. Du, das Subjektiv. Hast du gesagt. Obwohl du das nicht erreicht hast, machst du dich darüber lustig. Du sagst, du hast das. Das stimmt alles nicht. Ich mach mich über dein Lied lustig, was ich besser singe als du und zeig, wie unsinnig und wie dumm das alles, Hard Facts. Das sind alles nicht diskutierbar. Also klar, das Scheme kannst du natürlich, da kannst du komplett drauf scheißen, dass das der falsche Thema war oder dass das nicht ankam, schlecht geschrieben war, whatsoever. Aber die Sachen, die ich zu ihm sage, sind ja alles, also ich versuche das ja in Battles wirklich immer so zu halten, obwohl das eigentlich auch noch gar nicht so oft zum Thema wurde, dass das wirklich, dass das nicht diskutabel ist. Du kannst
gegen die Lines nichts sagen. Du kannst nicht sagen, das habe ich nicht gesagt oder das ist von mir nicht peinlich oder so. Da kannst du nichts gegen sagen, weil das Beispiele sind, weil das Hard Facts sind. Das ist sein Leben. Guck mal, in einem Interview, was kein Schwanz gesehen hat, hat er erzählt, dass es sein Lebenstraum ist, irgendwann mit seiner Kreativität davon leben zu können und seine Familie davon zu ernähren. Ne? Und ey, das ist, im Endeffekt kannst du es nur selber schaffen. Na, und ey, das ist, im Endeffekt kannst du es nur selber schaffen, das ist eine unsichere Performance und das Ding, was jetzt kommt, ist geil. Davon leben zu können und seine Aber das ist, als ob der Text nur so halb drinne wäre, als ob der sich nur die Endlines gebaut hätte und da kommen wir schon irgendwie hin. Wir hangeln uns so durch den Text, weil die Endreime sitzen ja. Und das nimmt dem für mich so viel weg, weil die Endpunchline, die jetzt kommt, ist auch nochmal ein brutales Brett, Alter. Familie davon zu ernähren, ne? Und ey, das ist, im Endeffekt kannst du selber schaffen, das oder selber Endeffekt versauen. Und dich für so ein Big Dream, vor so einer Crowd zu diffamieren, das geht wohl kaum. Ich meine, du kümmerst dich um pflegebedürftige Menschen. Und egal wie erfolglos du versuchst, dein Hobby zum Beruf zu machen, das kann dir keiner klauen. Ich habe früher selber auch Menschen betreut und wenn es mit der Kreativität nicht mehr hinhaut, kann ich auf die Connections in der Pflegebranche vertrauen. Ich habe gar kein Timing leider drin. Die können finanziell dank meiner leider Kreativität gar nicht, auch mich bauen. Und wenn wir jetzt mal ganz nüchtern und sachlich auf unser Leben und Werte schauen, kann man schon wirklich sagen, und wenn wir jetzt mal auf unsere Kreativität und unsere Werdegänge schauen, kann man sagen, dein Leben ist mein Notfallplan. Mein Leben ist dein Traum mit Augenkontakt. Jedes Wort klingt so, als wäre es einstudiert. Anstatt, und wenn wir jetzt mal wirklich auf unser Leben und unsere Werdegänge schauen, nee, Digga, das nimmt leider das Feuer und das nimmt den Druck, Alter. Das ist echt schade. Dein Leben ist mein Notfallplan. Mein Leben ist dein Traum. Und jetzt stellt euch mal vor, wie die gebrettert hätte, wenn die sauber und selbstbewusst vorgetragen worden wäre. Aber das ist, glaube ich, leider die Cynic-Krankheit. Einmal rauskommen, und die hat man am Anfang nicht so gecheckt, weil Cynic am Anfang, das ist nicht passiert, dass der krass gechoked oder gestumbled hat oder so. Das kam nicht vor. Ich weiß gar nicht mehr, ob ein Jack-Dragon-Battle was war. Klar, Merlin-Battle auch. Aber in seiner Prime war der immer sehr, sehr sicher und hat selbst, wenn er gechoked hat, noch Wohlwollen bekommen. Jetzt, wo die Leute den auch fallen sehen wollen, ist eine Sache, die nicht funktioniert und Cynic wird unsicher. Und das merkt man leider. Die ist auch richtig böse. Mhm. Weil es Hard Facts sind. Es sind Hard Facts. Ist so. So. Du arbeitest in der Pflegebranche, aber willst mir irgendwann von deiner Kreativität leben. Ich lebe von meiner Kreativität und habe mal in der Pflegebranche gearbeitet. Dicker, dein Leben ist mein Notfallplan. Mein Leben ist dein Traum. So performt. Perfekt. Und natürlich kann man jetzt sagen, ich will doch keinen Stand-Up-Comedian, weil ihr wisst, wie es gemacht. Also, nee. Ich glaube das aber auch, Cynic ist einer von wenigen, die mit einem Mikro besser funktionieren. Wenn er ein Mikro vor der Fresse hat, Bombe, der kann viel besser mit Mikro arbeiten als ohne. Ihr wisst, manche sind ja auch... Wie man bei Jarambo gesehen hat, Alter, der hat einfach den krassesten Battle-Rapper momentan a cappella rund gemacht bei Rapper Mittwoch auf der Bühne für mich. Dabei. Aber die es wissen sollen, wissen, wie es gemeint ist. Ah, ich glaube, dass er Instinct Berlin, dass er sich mehr einfach auf Comedy im Moment fokussiert, weil beim Comedy war er super sauber. Hallo, ja. Kann schon sein, wie du das sagst. Und ich finde, das hittet auf jeden Fall anders hart. Das sind alles hart. Vielleicht kann Cynic auch mit Augen hinter sich nicht so gut umgehen. Klar, du hast bei Top The Takeover auch deine 30, 40 Nasen immer auf der Bühne stehen. Aber die Crowd hast du auf der einen Seite von dir und kannst mit denen arbeiten. Im Kreis ist vielleicht einfach nicht so sein Shit. Wer Perfekt. Weiß. Also ich finde auf jeden Fall, meine Performance lässt auf jeden Fall zum Ende hin nach, weil der Mini-Joke in der zweiten und das verkackte Scheme haben natürlich was... Mikro macht auf jeden Fall einen anderen Vibe, aber für manche eben besseren anscheinend. Von der Selbstsicherheit weggenommen, die in der ersten Runde noch komplett da war. Ja. Hab mich aber eigentlich wieder gut gefangen. Also mit der ersten bin ich voll zufrieden. Die dritte ist gut. Die erste Hälfte von der zweiten ist sehr gut. Die zweite Hälfte ist eine Katastrophe. Deswegen gegen Mikesh war ja die Kurve eher so. Und jetzt war die Kurve so. Genau. Also auf jeden Fall danach erstmal Erleichterung, dass das alles so funktioniert hat. Natürlich bis auf Scheme, da beißt man sich natürlich selber in den Arsch. Aber vollkommen in Ordnung. Und auf jeden Fall eine klare Steigerung zum Mikesh-Ding, was mein, da habe ich letztens auch einen Kommentar gelesen. Da schreibt einer, Cynic beschwert sich, dass Tierstar ihn nicht in die Top 3 of all time nimmt. Und sagt dann aber im Interview, ich bin froh, dass ich mit Craze mithalten konnte.
Leute sind wirklich, Leute, keine Ahnung, sind nach der Geburt, ist die Hebamme komplett ausgerutscht anscheinend. Leute lesen nicht, Leute denken nicht oder können es vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Wo ist denn der Widerspruch? Wo ist denn der Widerspruch? Wo ist denn da? Behindi, wo ist denn da der Widerspruch? Oh Mann. Sinnig, sinnig, sinnig. Komm in die Spur. Ich habe bei der Recherche nicht nach Dreck gegraben. So bin ich einfach nicht. Doch es kamen unaufgefordert massenhaft Fremde. Sorry, bin hier neu bei dir. Feier aber sehr den Stream. Frage: Planst du bei dir, Teddy, zu betteln oder glaubst du, dass du da nicht so gut funktionierst? Ich will da einfach nicht betteln, weil ich mag viel an Diddity nicht so gerne. Ich bin gerne da, aber es ist nicht mein Film, es ist nicht mein Publikum. Und da ich eh nicht so oft battle, mache ich das lieber bei Top Tier Takeover. Auf mich zu mit ihren Infos über dich. Und bei den Geschichten standen mir die Haare zu Berge. Man sieht mich da schon ab und zu. Ich habe da auch schon Battles gejudged und alles drum und dran, aber ich bin halt in letzter Zeit nicht mehr so oft da. Und du kannst froh sein, weil ich sie in meinen Parts nicht verwerte. Denn ohne handfeste Beweise will ich mit sowas nicht landen. Also sei lieber dankbar, dass ich dich nicht gezogen, du Hansen. Ja, das auch, Alter, das ist so, Dicker, mach mich doch nicht hier in die Richtung von, das könnte thematisch irgendwie sowas gewesen sein, wie das, was Kid Soldier einem Hansen vorgeworfen hat. Finde ich nicht in Ordnung, aber ich meine, ich sage ja selber, im Battle kannst du machen, was du willst, aber ich kann es ja auch nicht cool finden, also, ja. Und ich habe dann später nochmal nachgefragt, er meinte, das waren wirklich eine Handvoll Leute, die irgendwas geschrieben haben. Aber das, natürlich ging es dann um diese Twitch-Geschichte, wo ich bei einem Quiz geschummelt habe. Weil ich bin das offenste Buch, auch das. Ich hab keine Geheimnisse. Ich bin ein offenes Buch. Deswegen, Leute, es gibt sehr viel verbitterte Leute da draußen, sehr viel Hater und so. Und Neider auch. Und er hat mir dann gesagt, das waren wirklich so irgendwie so ein paar Leute, die dem angeboten haben, was zu erzählen. Aber hätte gerne annehmen können und machen können. Also ich bin ja nicht umsonst so, wie ich bin, wenn ich, also ich habe ja schon Sachen erzählt, weil ich ja immer ehrlich, frei von der Leber, Streams, Stunden, also wie viel ich schon über mich erzählt habe, wie gesagt, das gehört dazu. Sehe ich wie du. Ich könnte von den Bastard-Move machen, aber sei mal dankbar, dass ich es nicht mache. Stimmt eigentlich, ne? Hätte man sich komplett schenken können, den Einstieg. Aber ich finde es nicht cool, dass er sagt, ich könnte dich Kid Soldier, du Hansen. Ich glaube, der meint das auf Real Talk bezogen, aber man könnte es auch so verstehen nach dem Motto, ich habe auch so Stories über dich gehört, dass du fies mit Frauen warst oder irgendwas gemacht hast, was anrüchig war. Und das geht halt nicht. Also was ganz anderes. Hey, ich hab gehört, Cynic läuft immer durch Clubs und grapscht bei Frauen und wenn die dann sagen, nein, ich möchte das nicht, sagt er, hab dich nicht so und dann zieht er die auf Toilette und setzt die unter Drogen. Immer, Alter. Cynic ist so einer, der akzeptiert ein Nein nicht. Hab ich gehört. Deshalb dachte ich, ich bringe das im Battle mal an. Also, müssen wir ja gar nicht drüber reden, ne? Das ist ein Quatsch-Intro von Craze, das ist wirklich Blödsinn. Und krass, dass das überhaupt funktioniert hat. Mit Flair. Und das meine ich mit über Battle Rap hinaus bekannt, Angriffsfläche des Grauens. Genau, Interview mit Sumunchu, Pumpen mit Flair, Tischtennis. Über Battle Rap hinaus bekannt, weil ich war Pumpen mit Flair. Bro, Flair? Flairs aktuellen Bekanntheits- bzw. Beliebtheitsgrad haben wir ja gesehen, ey. Das mit Arafat. Und der nächst berühmte Battle Rapper hat, keine Ahnung, auch mal neben mir auf einer Bühne gestanden, vor. Das ist ein Punkt, der ärgert mich ein bisschen. Weil das impliziert, dass alle so dasselbe wollen. Und ich sage das hier häufiger, ne? Mit was für Leuten ich schon Sachen privat gemacht habe, würde wahrscheinlich viele Menschen überraschen. Wen ich so aus dem Stegreif jetzt anrufen könnte zum Reden, einfach nur, weil man privat close ist, würde wahrscheinlich viele überraschen. Aber mir ist der Stellenwert von denen egal und ich muss nicht auf alles eine Kamera raufhalten. Und ich weiß von ein, zwei anderen Leuten aus dem Battle Rap-Bereich, dass die ebenfalls mit großen Leuten connected und bekannt sind,
und das nicht in die Öffentlichkeit ziehen. Nur weil der Cynic da eine Cam draufhalten muss, heißt das nicht, dass andere Leute das nicht haben. Der nächstbekannte Battle-Rapper hat ein Bild mit MGK. Fun Fact, weißt du, wer das Bild mit MGK gemacht hat? Geschossen? Cynic. Und so schließt sich der Kreis. 5 krassen Rappern, die fehlgejudged haben. Der andere berühmteste Battle-Rapper aller Zeiten macht seit 5 Jahren nichts mehr. Der andere berühmte Battle-Rapper macht seit 4 Jahren nichts mehr. Das ist meine Rolle. Aber es ist schade, dass ich der Einzige bin, der die Rolle bekleidet. Für so ein Battle ist natürlich geil. For real, das Battle, das Foto hat Cynic gemacht. Da waren wir zusammen auf dem Frauenfeld. Und ja. Deswegen auch die Gage. Bild mit MGK schlecht gealtert. Was? Wieso das denn, Alter? Deswegen auch Maymatch. Aber es wäre natürlich viel geiler, wenn es mehr davon geben würde. Wenn es mehr bekannte Battle-Rapper gibt, wo man alles... wo man viel drüber weiß. Du hast mit Arafat Tischtennis gespielt. Du hast im Leben alles erreicht, Mann. Was willst du denn noch hier? MGK, übelster Creep. MGK, krassester Typ, Alter. Ich bin nach wie vor unglaublich großer Fan. Also Ruhe auf den Billigen. MGK ist Satanist, ja, ist doch super. Ich meine, wo ist das Problem? Flair hat dir gezeigt, wie man trainiert. Wie eine Maschine, ohne Cheat Day. Und du hast einen eigenen Sponsor für Kreatin und Pro. Einfach gelogen. Also ich sag ja auch nicht, du trägst Dreadlocks. Du trägst seit einem Jahr keine Dreadlocks mehr. Das ist auch Common Knowledge, Alter. Das ist so, ich hatte das 8 Monate in der Zeit oder 6 Monate in der Zeit, als ich gepumpt habe. Und das ist, ja, ein Jahr zu dem Zeitpunkt, wann war das Battle? Ja, ein Jahr her. Also ich bin kein Fan davon, also wenn ich irgendwas sage, was so treffen soll oder was so ernst gemeint ist, dann... stimmt das auch? Ich erzähle keine Scheiße. Proteinshakes. Und als ich sah, dass du das nimmst, habe ich es direkt mal gekauft. Ich meine, der nimmt das erst seit 2,5 Jahren und sieht jetzt schon so aus. Aber ja gut, aber wenn man jetzt ganz, ganz spitzfindig sein will, hat Cynic denn mal gesagt, yo, mit denen arbeite ich jetzt nicht mehr, so Kooperation ist ausgelaufen. Cynic hat erzählt, ich nehme das jetzt und ich gehe pumpen, aber hat ja nie gesagt, ich habe damit aufgehört. Nur weil er die Kamera nicht mehr drauf hält, kann ja trotzdem sein, dass es noch so ist. Also ich sehe schon, was Cynic meint. Craze battelt anders. Cynic battelt mit Fakten. Und Craze nimmt Sachen aus der Vergangenheit, projiziert die auf die Gegenwart. Damit macht er sich leichter, das ist richtig. Deshalb sind Cynics Winkel auf jeden Fall schwerer zu finden und auch mit mehr Respekt zu begegnen. Ich finde aber trotzdem, dadurch, dass Craze jetzt etwas nimmt, was schon eine Weile her ist, ja, ist so ein Mittelding. Er erfindet nichts, sondern er streckt irgendwie was. Wie kann das? Bei sowas verzweifle ich. Wie kann denn das gefeiert werden, wenn es einfach... Was ist denn das, ey? Aber so bitter das auch ist, das ist noch immer geschmacklos. Denn so wurde aus Mr. Respektlos Mr. Rabattcodes. Und daran ist nichts verwerflich. Nichts. Ich finde, wenn jemand, der das selber nicht hat, keinen Cent mit seiner Musik verdient, da irgendwie einen YouTube-Kanal versucht, der nicht funktioniert, einen Twitch-Kanal versucht, der nicht funktioniert, nichts zu Ende bringt, bei unter 1000 Klicks auf seinen Songs rumhängt und nirgendwo stattfindet, außer bei Diltily. Kritisiert dann bei jemand anderem, dass der so groß ist, dass der Werbedeals kriegt. Das ist so eine deutsche... Ey, du hast für Sachen Werbung gemacht und du reagierst auf Battles. Was bist du denn für einer, Alter? Hä? Nee, Mann. Das ist wie dieses... Leute dafür fronten, dass sie reich sind, machen auch nur Leute, die nicht reich sind. Leute dafür fronten, dass sie Klicks haben, machen nur Leute, die keine Klicks haben. Da schwingt immer Neid mit. Immer. Selbst bei so Leuten wie Craze, glaubt es mir, da schwingt Neid mit. Und wenn du ehrlich zu dir selber bist, dann weißt du das auch. Ich gebe dir noch 1 Monat, bis du Samurai-Tee verkaufst. Und was wäre daran schlimm? Also was ist an Samurais-Tee schlimm? Ja, wenn Cynic jetzt Werbung gemacht hätte, aller für Casinos oder für, weiß ich nicht. Was ist denn noch Chöp, Alter? Irgendwelche Scam-Sachen oder Kryptos, NFTs oder so? Klar, kritisier das. Aber Cynic macht Werbung für irgendwie Kreatin und sagt, ich fange jetzt an Sport zu machen und die haben mich gesponsert. Wenn das keine Scheiße ist, und das weiß ich nicht, dann werden das ja wahrscheinlich nur Leute kaufen, die auch interessiert am Pumpen sind, ist doch nichts dabei.
Und wenn Cynic sich jetzt überlegt, ey, ich möchte ein Getränk rausbringen und da gibt es einen Markt für und Leute nehmen dir das ab, wo ist das scheiß Problem? Ich weiß, dass das ein Witz ist, aber die Metaebene ist ja, also der Vorwurf, der im Raum steht, ist ja, Cynic bewirbt Produkte. Und das feiern die, und die Leute feiern das, weil ich denke, ja, voll schlimm, der bewirbt Produkte. Aber was ist daran schlimm? Check ich nicht. Hey, du verdienst hiermit. Samurai gibt's seit, zu dem Zeitpunkt, seit 2 Jahren nicht mehr. Und das andere seit, also. Sein Eis hier, nicht mein. Du verdienst hiermit nur mehr Geld, weil du das priorisierst. Du holst das Maximum an Gage. Ich hol das Maximum aus mir. Für mich ist die Kohle nur ein Plus. Ich werde von sowas nicht gepusht. Ich würde es dir auch kostenlos machen. Ich bin nur froh, dass ich es nicht muss. AKA, ich bin Opfer, der sich nicht traut, seinen eigenen Wert zu definieren. Weil das, was aus dieser Gleichung immer rausgestrichen wird, wenn die Leute sich als so krasse Ehrenmänner darstellen, oh mein Gott, die anderen machen ja auch Kohle mit dir. Und Jamie sagt, das Geld doch auch ein. Ja, nee, nimm doch. Ist doch okay, du tust doch was dafür, nimm doch. Was ist das für ein Flex, zu sagen, ich würde das hier auch ohne Geld machen? Nee, interessiert keine Sau, Alter, dann bist du ein Opfer. Dann bist du ein Opfer. Setz mich unten auf die Karte. Gib mir ein 100er an Gage, das wäre auch nicht so tragisch. Ja, Magda, mach dem doch mal das Angebot. Ist ja ein Battle jetzt abgesagt für 16. Dezember. Mach dem doch mal das Angebot. Chris, komm, kriegst einen Huni. Ich verkaufe mich nicht unter Wert, denn ich verkaufe mich gar nicht. Ja, das ist wieder diese Sprichwörter. Redewendung. Ich würde das für ein. Also, sag mal, das ist wirklich. Im Amiland würden die den aus. Also, das ist. Natürlich, Alter. Denkt ihr mal Real Talk. Und ich bettel schon, ich würde bei Diltily 2000 Euro hundertprozentig, würde ich verlangen. Weiß ich nicht, ob ich die kriegen würde, aber würde ich verlangen, wenn ich da eine Feder hätte. Ich habe jetzt, kann man ja offen drüber reden, so. Ich gehe jetzt, ne, zu Top Tier Takeover, das ist alles cool, das ist alles entspannt. Na, ich bin mit Tierster auch schon lange gut. Ich gehe da auch ein bisschen unter Wert. Ich könnte in der Zeit, die ich in das Battle stecke, ne, könnte ich auch anders mehr Geld verdienen. Und Jesus und ich werden auch da die meisten Karten und die meiste Abendkasse und die meisten Streams und die meisten Klicks und so weiter machen, weil wir das Battle auch hochpushen, Fallhöhe. Aber glaubt ihr nur, weil Tierster und Magda meine Freunde sind, würde ich hingehen und sagen, ich battle jetzt für 400 Euro? So, weil das ist ja nicht nur einseitig. Ich bin ja auch deren Freund. Was wären das denn für Leute, wenn die mich dafür betteln lassen würden? Top Tier Takeover ist gerade angeschlagen und ich kenne die ewig und deshalb sage ich, guck mal, ne, das, was ich bei Diltily nehmen würde, nehme ich bei euch nicht mit, nehme ich bei euch nicht, weil wir ein privates Verhältnis haben und weil ich nicht will, dass ihr Minus geht. Alles cool. Aber trotz alledem ist es doch genauso, wie ich dann denke, okay, ich kann ein bisschen runtergehen für euch, weil wir uns kennen, ist es doch auch deren Pflicht, mir, wenn die mich auch als Kumpel bezeichnen, da einen vernünftigen Preis für meine Leistung zu geben. Weil ich gehe dann enormes Risiko ein. Ich habe 3 Platten in den Charts, ich habe hier mitgemacht, da mitgemacht, mein Name ist auch über Battles hinaus bekannt. Und dementsprechend, das muss doch auf Gegenseitigkeit beruhen. Eid? Ist doch klar. Und wenn du sagst, ich bettel umsonst oder ich bettel für einen Huni, dann bist du ein Opfer. Fertig. Ich würde das hier auch für 100 Euro machen. Ich verkaufe mich nicht unter Wert, ich verkaufe mich gar nicht. Also erstens, verkaufst du dich unter Wert? Ja. Safe hast du für das Battle nicht genug Geld bekommen, wie du es eigentlich verdient hättest. Fakt. Und du brauchst jemanden, der vor 9 Jahren für 200 Euro eine Rematch-Leistung gegen Bongtaki gebracht hat, dem brauchst du nichts erzählen von, weil du es priorisierst und so. Das ist alles, das ist so ein Weg. Wie hoffentlich bei jedem Battle-Rapper. Ich schätze, bei FOB hat er wirklich für einen Huni gebettelt. Ja, okay, guck mal. Das ist aber ja auch was anderes, wahrlich. Wenn FOB jetzt auf mich zukommen würde und sagen, ey, machst du ein 3x2 Minuten Spaß-Battle gegen irgendeinen Homie, das hast du ja an einem Tag geschrieben und an einem Tag gelernt. So, weißt du, wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, 24 Bars pro Runde schreibst und damit eine Newcomer-Plattform unterstützen kannst, das ist ja klar, da bringst du dann aber auch nicht dieselbe Leistung. Wir gucken gleich noch in Future of Battle Rap Battle und da werdet ihr sehen, wie dankbar da auch die Crowd ist. Das ist ja, also in einem Drittel der Zeit, in der, die ich in eine Jesus-Runde investiere, in der hätte ich ein FOB-Battle geschrieben und auswendig gelernt. Dass man da weniger Kohle nimmt, weil man was für Battle Rap tun will, ist cool. Aber bei einer großen etablierten Plattform wie Diltily, die an so einem Abend auch ihr Schnapp machen, willst du von dem Schnapp ja auch was abhaben. Aber beim einen ist es dann halt irgendwo stehen geblieben, weil der es nicht mehr Tickets verkauft und weil es keinen Schwanz juckt, was der macht. Und beim anderen geht es halt höher, weil der halt mehr außerhalb auch macht.
und immer am Start ist und immer relevant bleibt, so. Die meisten bekommen bei Feuer über Deutschland gar, bei Future of Battle Rap gar nichts. Ja, aber wenn ich da hingehen würde, würde das der Veranstaltung ja helfen, ne? Wenn die jetzt auf den Flyer schreiben könnten, ey, guck mal, als kleinen Anheizer für euch, gerade in Köln haben wir A Cappella Battle, Cassius Clay gegen Joel, 3x2 Minuten auf Schwarflamme, so Spaßbattle. Wäre für die Veranstaltung gut, würden ein paar Tickets weggehen und dann würden die Joel und mir wahrscheinlich auch jedem irgendwie ein Huni oder 200 Euro oder so geben können. Ne? Es ist ja in erster Linie eine Newcomer-Plattform. Dass da nicht jeder was kriegt, ist klar, aber so ein Craze, denke ich mal, wird das schon seine 100, 200 Euro bekommen haben. Da gehe ich schon von aus. Also, ich bin doch zu One-on-One-Freestyles durchs ganze Land gefahren, obwohl ich da noch gar nicht freestylen konnte. Morgen bekommst du den Anruf von Mr. White. Ja, ich würde das machen, gar kein Problem. Und hab da Minus gemacht. Also, ich hab Dues gepaid des Grauens. Ich würde das hier für 100 Euro machen, ist ein Selbstdiss. Ja, sehe ich. Ich würde das für 100 Euro machen. Du bist doch viel mehr als 100 Euro wert. Warum nicht unter Wert verkaufen? Du verkaufst unter Wert. Joe Farrow hat nichts bekommen. Ich will nicht sagen, ich bin der bessere Battle-Rapper als Joe Farrow, aber ich bin ja wohl der deutlich größere Name als Joe Farrow. Also gerade in Köln würden ja mehr Leute wegen mir Tickets kaufen als wegen Joe Farrow. Ja, das sind ja zwei Sachen und ich glaube, Joe Farrow hatte auch einfach mal wieder Bock zu battlen. Wenn eine Liga mich bucht, ja, dann weiß sie, was sie kriegt. Denn meine Gage ist verhandelbar, meine Leistung aber nicht. Das ist super. Das ist eine super Line. Hey, solange ich hiermit kein Minus mache, reicht mir das auch schon. Du willst reich werden, ich will nur mit meinem Einkommen auskommen. Wenn du Gage verhandelst, setzt du Anwälte ein. Will ich Gage verhandeln, frage ich, komm, was letzte Preis? Hey, nehmt euch mal die Analogie. Craze hat ja im Battle Rap wirklich was gerissen. Der hat ja wirklich was gerissen. Und es gibt ja auch auf dem, ich sage mal, normalen Arbeitsmarkt so etwas wie Berufserfahrung. Stellt euch mal vor, da ist ein Typ, der macht eine Ausbildung zum Krankenpfleger, die mies bezahlt ist. Denkt sich, nee, ich will da mehr von haben. Geht über die Krankenpflegeausbildung. In Medizinstudium macht seine Spezialisierung, seinen Assistenzarzt, seinen Facharzt und so weiter und so fort. Bewirbt sich dann irgendwann bei einem Krankenhaus in der und der krassen Position, nach 10 Jahren Studium, Fortbildung, hast du nicht gesehen, und sagt, und wisst ihr, was das Geilste ist? Ich arbeite da einfach für 2000 Euro im Monat. Da wird jeder sagen, bist du doof? Hast du den Schuss nicht gehört, Alter? Und Craze? Ey, ich hab da Battles gemacht, hochgekämpft, dies, das, jetzt Main-Match gegen Cynic, und wisst ihr was? Ich würde das auch für 100 Euro machen. Ja, dann bist du halt dumm, Digga. Meine Freude an der Kunst hat sich bis jetzt schon verdoppelt, denn sie ist weder an Geld noch an Reactions gekoppelt. Bist du Künstler oder Geschäftsmann? Entscheide dich. Harte Arbeit schlägt Talent jedes Mal und du hast beides nicht. Wie realistisch die 2K sind, ja, also ich weiß, ich kenne Krankenpfleger und Krankenschwestern und ich weiß, dass sich das teilweise, wenn du fest angestellt bist, auf jeden Fall in dem Bereich ungefähr bewegt. Mit Berufserfahrung. Wie kann der sowas zu mir sagen? 9 Jahre drin, mehr Arbeit reingesteckt als jeder von euch Spastis. Mehr Arbeit als jeder, mehr Kilometer gemacht, 3-mal in Österreich gewesen, Reactions gemacht, Battle Rap Nachhilfe USA, Battle Rap auf Hip-Hop-Plattform, grenzübergreifend. Harte Arbeit des Grauens. Boah, John Blass, du bist ein richtig cooler Typ, Alter. Du bist ein richtig, richtig geiler Typ, Alter. Ich will ja nichts sagen, aber ich sitze hier auch seit 2,5 Stunden und Subs fließen nicht, ne? Also, Freunde, wenn ihr mich aktiver sehen wollt, dann tut was dafür, weil ich bin nicht Craze. Nur weil ich kein Goal mehr drin habe, ihr faulen, armen Schlucker, Alter. Des Grauens. Und Talent des Grauens. Da steht der da einfach und sagt, harte Arbeit und Talent und du hast beides nicht. So, da packt der Cynic sich so drüber ab, Alter, geil. Mashallah. So will ich das. So. Jetzt 160 Leute, jeder einmal den Unlucky Dude kopieren. Dann haben wir ein Krankenpflege-Monatsgehalt drin, dann stream ich den nächsten Monat umsonst. Spaß. Ey, Dankeschön für 5 Sub, gibt's mein Bester. Geiler Typ, bester Mann, Liebe geht raus. Ich würde dir gerne meinen Penis ins Maul halten. Vielen Dank. Liebe geht raus, Dankeschön. Freunde, jetzt aber mal eine amtliche 69 hier in den Chat für Unlucky Dude.
Keine Fragen mehr. Keine Fragen mehr. Harte Arbeit nicht. Also wie gesagt, ich höre es jetzt zum ersten Mal. Ne, also bewusst. Kannst du es ja nicht wirklich nicht vorwerfen. Also alle zwei Wochen drei A Cappella, hat er ja noch nie in seinem Leben gemacht, alle drei Wochen, also über zwei oder drei Jahre, alle zwei bis vier Wochen drei neue A Cappella-Parts schreiben für eine Battlemania, sich selber Freestyle beibringen, nicht wissen, ob man das gewinnt oder nicht, plus One-on-One überall hinfahren, so lange für 200 Euro gebattelt, bis man gemerkt hat, es werden auch Pay-Per-Views. Hallo! Ich hab gesagt, 1,69 in den Chat für Unlucky Dude und solange bis die kleinen Wichser das gemacht habt, lasse ich das Video jetzt nicht weiterlaufen. Was ist das, Alter? Wir saßen hier früher mit 40 Leuten und alle waren, ja, geil, gib ihm und ran. Ich hab Top-Tier-Takeover-Publikum. Es sind mehr Leute, aber die machen nix. Geht so nicht, ne? Bin ich raus. Ich will wieder auf meine 40 Hooligans zurück, Alter. Ich hab keinen Bock, dass wir mehr werden. Und wir werden irgendwie im Moment konstant mehr und das geht mir auf den Sack, weil ihr seid alles faule Schweine, ihr Wichser. Kennt ihr von Farid bei Jigsaw? Du Hurensohn, du Nuttensohn, du Fotzensohn. Ich warte, ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Habt ihr Zeit? Einfach alle blockieren, ja Mann. Ich blockiere einfach alle meine Follower. Ich will gar nicht viele Zuschauer haben. Ich will lieber 30 Zuschauer haben. Crazy Voice. So. Du hast verkauft, da kommt richtig Geld rein. Ich will partizipieren, vollkommen zurecht, weil irgendwann ist man ein Zug fährt. Harte Arbeit des Grauens. Ohne harte Arbeit kommst du ja gar nicht in die Lage, zu Farid Bang zu sagen, ich brauche hier fünfstellig für ein Battle. Ohne harte Arbeit. Punchline-Idee? Sagt ja, steht man ja nicht vor, Kollege. Und oh, ohne harte Arbeit über Punchline-Idee. Über Punchline-Idee. Digga. Warte. Oh, Dicker. Ich muss Twizy anrufen. Oh, Dicker, Alter. Das wird eine Endline. Ich schwöre, das ist eine Endline. Fuck, die muss ich mir aufschreiben. Die muss in die, Nur weil Jesus zum... Oh, ist die geil, Alter, Bruder. Kauft euch Karten für den 16. Dezember. Ich kann es nur immer wieder betonen. So machen wir das. Wie viel ich Output. Bin der King, Alter. Ich hab 100 mal so viel Arbeit in Battle Rap reingesteckt wie Craze. 100 mal so viel. Und wenn ihr jetzt argumentieren willst nach dem Motto, ja, aber du machst das wegen des Geldes. Ich hab 100 mal so viel Arbeit reingesteckt wie Craze. Ja, Arbeit, wenn du für Arbeit Geld kriegst, dann ist es ja trotzdem noch Arbeit. 100 Mal. Das Einzige, was der für Battle macht, ist für sich seine Ründchen schreiben. Das war's. Mehr macht der nicht für Battle Rap. So. Ich habe ein 2,5-stündiges englisches Video, um den Leuten meine Battle Rap Knowledge, auf was Ami-Battles angeht, rauszuhauen. For free. 2,5 Stunden. Wisst ihr, wie viel Arbeit das ist? Das ist ja nicht 2,5 Stunden Arbeit. Das ist viel. Okay, Leute, Magda, check jetzt mal bitte die Tickets. Am 16.12. battle ich in Köln gegen Jesus. Magda hat gerade den Link reingeschickt. Ich pinne, könnte den einer meiner Mods bitte mal anpinnen. Ich möchte, dass wir heute während dem Stream 5 Karten mindestens verkaufen. Kriegen wir das hin? Wer unschlüssig war, glaubt mir, seid live da, es lohnt sich. For free. For free, da gibt's kommt kein Geld, warum? Davon habe ich. Geh mal auf den Bau buggeln, du Fritatenbirne. Wenn damit jetzt Cynic gemeint ist, ne? Dann ist das absolut fehl am Platz, weil Cynic teilweise mit 3 Jobs gleichzeitig geschuftet hat in verschiedenen Ländern, bis der sich innerhalb von 10 Jahren selber sowas aufgebaut hat, dass der jetzt seit 2 Jahren von Comedy und Battle Rap leben kann. Wenn du das auf mich beziehst, Bro, dann folgst du mir aber definitiv erst seit Mitte diesen Jahres, Alter. Was ich vorher mitgemacht habe, glaub mal. Nicht blocken, bitte. Hab ich 2 gemacht, oder was? Ich habe viel mehr Arbeit reingesteckt als der. Und ich habe auch viel mehr Talent. Und ich habe auch viel mehr Talent. Sei es, was Schreiben angeht. Mann, Dicker, du stehst da, aber das merkt man erst, wenn ich irgendwann nicht da bin. Der steht da vor jemandem. Ich habe da in der 2. Runde gegen Bong Taggy dieses Imitationen-Medley
Wie soll das gehen ohne Talent? Wie soll man als Nichtmusiker einen Song besser singen als du selber? Wie soll das gehen ohne Talent? So. Und sowas regt mich natürlich auf. Dankeschön, Jens Bu. So nämlich. Der ist hier bei weitem Battle Rap aller Zeiten das mit Abstand größte Multitalent, was wir haben, was Entertainment angeht. Und er sagt ihm einfach, du hast kein Talent. Und harte Arbeit auch nicht. Nein, Julian, das ist voll das valide Argument, weil jeder, der nicht auf dem Bau arbeitet, disrespektet automatisch jeden, der auf dem Bau arbeiten geht und erkennt da die harte Arbeit und den Beitrag zur Gesellschaft nicht an. Theoretisch müssen alle Menschen, die keine Bauarbeiter sind, sofort Bauarbeiter werden oder sich umbringen. Weil ich meine, hätten wir zwar so viele Häuser, dass kein Mensch da drin wohnen kann, Alter. Würden alle sterben, weil keiner mehr Nahrung herstellt oder im Krankenhaus ist oder was auch immer. Es gibt keine Polizei mehr, es wäre Anarchie, aber lass mal alle Bauarbeiter werden, weil alle Leute, die keine Bauarbeiter sind, sind schlechte Menschen und dürfen nicht über harte Arbeit reden. Was hab ich denn gemacht? War ich ein Spasti, LDB, Alter, kam echt. Da rein, hab einen Konter gemacht und die Leute waren so, das war mein Rapper. Also nicht böse gemeint, Jens, ne? Aber bist auch ein kleiner Spasti. Mittwochhype oder war ich alle zwei Wochen da? Ich steigere mich da rein. Gastro-Leute sind einfach dreist, kriegen 1000 Euro bis 1500 Euro Netto-Trinkgeld im Monat. Geier nur auf ihr. USA-Distar. Wenn du mir einen Job vermitteln kannst, Bruder, wo ich 1500 Euro Netto-Trinkgeld im Monat kriege, ich unterschreibe dir einen Arbeitsvertrag auf 10 Jahre, Bruder. Aber instant. Rein, weil mir das wichtig ist. Ne, ist doch ganz klar. Und das kann der kann mir das nicht sagen. Problem ist, der kann mir das sagen, weil hier ist ja die Reaction. Mann, entscheide dich. Harte Arbeit schlägt Talent jedes Mal. Und du hast beides nicht. Ich hab Schmuck im Wert von über 1000 Euro. Junge, richtig spooky. Du bist 40, aber hast nur teuren Schmuck im Kopf wie Lil Uzi. Ich bin nicht neidisch, dass du jetzt ein bisschen Publikum und Fame hast. Ich gönn dir das genauso sehr wie du es deinen Hater. Ich bin Türsteher vom Kindergarten. Jens Puh. Ich mache den Witz, den ihr alle im Kopf habt, jetzt nicht. Mittlerweile zahlt das deinen Unterhalt. Und da spricht eigentlich nichts dagegen. Doch ich würde lieber an meiner Kunst verhungern, als von deiner Kunst zu leben. Ganz hundertprozentig glatte Lüge. Wir machen da dasselbe. Ich krieg nur einfach das Achtfache von dir. Glaub mir, Samuel, glaub mir. Ich habe gründlich recherchiert. Ich kenne keinen Battle-Rapper, der dich als Künstler respektiert. Genau so sieht's aus. Wenn ich dir mal allein die Liste zeigen... Ach, das ist doch... Komm. Ist auf jeden Fall maximaler Bullshit, auf jeden Fall. Als Künstler nicht... Allein wie viel Battle-Rapper schon bei meinen... Comedy-Shows waren crazy, Propsy. Ich könnte jeden battlen. Das zeigt, dass du die Zeichen nicht erkannt hast. Wenn dich jeder battlen würde, dann weil keiner vor dir Angst hat. Ja, natürlich. Und Cash, das respektierst du Cynic als Künstler? Ja, absolut. Natürlich. Ja. Warum soll man auch vor mir Angst haben? Also, hä? Cassius Clay hat keine Angst gehabt, Jack Dragon hat keine Angst. Ah, ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Bong Taggy hat keine Angst gehabt. Mikesh, also noch nie hatte jemand Angst vor einem Battle mit mir. Also, hä? Was bist du denn für ein Battle-Rapper, wenn du, also, Respekt, okay, aber... Und ich kann einfach jeden battlen, weil ich mir das leisten kann. Andere Leute müssen gucken. Ey, Main Asset, ich check das jetzt auch erst. Weißt du nicht, wer ich bin und denkst, ich heiße Attitude? Das finde ich lustig. Andere Leute werden abgelehnt. So, ich halt nicht. Die ganzen Dilti-Leute neben mir sind alle ausgerastet bei der Line. Ja, Walik, Dicker, das liegt aber auch daran, du bist nicht diese Dilti-Leute. Du bist mehr, wie wir bei Rapper Mittwoch vor 10 Jahren waren, bist du mehr drauf. Und das ist auch gut so. Behalt dir das bei, Alter. Du bist giftig, das ist schön. Du bist seit Jahren... Cash, das kennt keine Angst. Er sagt das gerade nur, um nahbar zu wirken. Um nachbar zu wirken. So. Okay, Freunde.
Bullshit, Junge, Abend. Was geht? Hör mal, ich bin gerade live, die Leute hören dich, ist das okay? Ja, klar. Alles klar, pass auf, ich guck gerade deine Reaction auf das Craze Battle, den zweiten Teil. Und ich habe zwei Fragen an dich. Weil ich will. Runde Kopf, live oder was? Okay. Ja, ich habe zwei Fragen an dich. Würdest du, weil ich habe gerade schon gesagt, ich war ja bei deiner Comedy, es war geil, würdest du, du musst nicht die Liste leaken, aber wie viele Battle Rapper sind bei deiner Comedy-Show schon vorbeigekommen? Also von den namhaften würde ich sagen so 10, 12. Weil es ist halt wirklich so, das habe ich dir beim ersten Teil schon geschrieben, dass das ganz, ganz viel von diesem ersten Hitten verliert, wenn man mal drüber nachdenkt, was der da erzählt in der dritten Runde. Das ist ja wirklich viel Blödsinn, ne? Das ist ja wirklich krass. Ja. Guck mal, so wie man es sehen will, Alter. Wenn du die Brille aufhast, kannst du es so sehen. Wenn du die Brille aufhast, kannst du es so sehen. Das ist auch, ist, natürlich sehe ich das anders als er oder seine Fans oder die Leute, die mich nicht mögen. Aber ja, also ich rede mir da von der Leber weg und ich bin der Meinung, man kann da hinterher viel diskutieren, ist viel entkräftigen so, aber man kann von niemandem erwarten, dass man das auch live, dass das live dann nicht reinhaut, was der da sagt, weil die Leute wollen es ja auch hören. Und das ist ja irgendwie gemein, weil das ist ja, dann kann man ja einfach lügen. Dann muss sich ja keiner mehr Mühe machen, wenn das irgendwie nicht die Bank wird. Ist ja krass. Warte mal, bis das Goiner-Battle kommt. Das ist Next Level. Ja, ich war doch da live. Ach so, stimmt. Ja, okay. Dann hast du ja gesehen. Das ist ja nochmal ein anderes an Lügen und an, ist also wirklich, ja, keine Ahnung. Jeder muss selber wissen. Ey. Und zweite Frage. Bist du meiner Meinung, weil ich habe gerade gesagt, und ich habe das auch so als Fakt hier in meinem Stream hingestellt, als Craze gesagt hat, Ich würde lieber nichts mit meiner Kunst verdienen, als von deiner Kunst zu leben. Ich glaube, das ist gelogen. Das ist einfach gelogen, oder? Ist das gelogen, Alter? Das ist einfach gelogen. Da gibt es auch keine zwei Meinungen. Natürlich. Also natürlich will der jetzt kein Stand-up-Comedian sein. Aber wenn der das umdrehen könnte und der mit seiner Mucke irgendwie halbwegs so viel verdient oder ein Battle-Rap-Format hat, was die Leute irgendwie feiern, obwohl er da nicht der Typ für ist, natürlich wird er sich ein Bein abhacken dafür, klar. Deswegen dieser ganze Talk mit, ich würde das hier auch umsonst machen. Das ist wirklich, das ist einfach Loser-Talk. Das hat auch mit Liebe zur Kunst nichts zu tun, weil wie gesagt, meine Liebe für Battle-Rap ist achtmal so groß wie seine, weil ich da auch viel mehr Arbeit reingesteckt habe und Menschen mir das irgendwann bezahlen lassen, ist das legitim. Und wenn der dann kommt mit, ja, ich mache das hier auch umsonst und ich bin lieber das als überbezahlt, Bullshit. Loser-Mentalität auf jeden Fall. Ich habe gerade noch gesagt, stell dir mal vor, du lernst auf einer Party irgendwen kennen, kommst du mit dem ins Gespräch und der sagt, Digga, ich habe Krankenpflegeausbildung gemacht, dann habe ich studiert, dann habe ich Facharzt gemacht, spezialisiert, jetzt bin ich einfach Oberarzt im Krankenhaus und das Geilste ist, ich verdiene nur 2000 Euro damit. Da würdest du natürlich denken, was ist das denn für eine Scheiße, Alter? Das macht keinen Sinn. Nee. Das macht keinen Sinn. Und der wird auch, also natürlich wird der am liebsten, der macht seit über 10 Jahren Musik, der würde sehr, sehr, sehr gerne mit seiner Musik auch nur 1 Euro verdienen, tut er nicht. Und dann sich dann hinzustellen für jemanden, also jemanden wie mich dann irgendwie als Geldgeil dastehen zu lassen, ist ja auch voll easy mit den Kooperationen und mit dem ganzen Money Talk von mir und so. Ist ja auch cool, passt halt dann übelst zum Publikum. Wer, ne? Um mal Meide zu zitieren, weißt du, wer sowas frontet? Leute ohne Geld. Ja gut, da kann ich jetzt mit 71.000 Steuerschulden mich nicht so weit auf den Fenster legen, aber verdiene ich bei der Kunst so viel Geld, dass ich die Schulden anhäufen konnte. Ja, das stimmt natürlich. So. Geil, ja, nee, also es ist halt wirklich Real Talk. Es ist krass, ich hatte das schon mal bei Mikesh gegen Bongtaggy, wie da Bongtaggys Runden beim Rewatchen, wenn man es analysiert, in sich zusammenfallen. Ja, noch heftiger, ja. Und ich habe das hier gerade auch ein bisschen, aber krass. Ich werde es jetzt mal, zu Ende gucken, wir sind ja sowieso in Kontakt im Moment. Ob ich am 12. schaffe, weiß ich noch nicht, aber danke dir auf jeden Fall für einen kurzen Talk und wir hören uns einfach die Tage, ja? Gruß an eure Runde, ciao, ciao. Danke dir, ciao. Also, jetzt sind wir schon zwei. Es ist gelogen und dass niemand Cynic als Künstler respektiert, scheint auch nicht zu stimmen. Kann einfach jeden battlen. Also, liebe Grüße von Cynic hier an den Chat und dann bitte auch einmal eine Hashtag Demut in den Chat für Cynic, dass er sich hier kurz die Zeit genommen hat. Auf die alten Zeiten. Weiter geht's. Ich mir das leisten kann. Andere Leute müssen gucken. Ne? Andere Leute werden abgelehnt. So, ich halt nicht. Du bist seit Jahren bestenfalls mittelmäßig und wurdest hier im Festsaal gekillt von Elvis. Das Beste an dir als Gegner ist dein Standing zu Skill-Verhältnis. Bombenline. Das ist sehr eine fiese gut. Line auf jeden Fall. Kann man auch so bringen. Ja. Du bist vielleicht der größte Name. Zumindest sagst du das ja selbst. Nicht vielleicht. Fakt.
Doch du wirst nie wieder erwähnt, nachdem der größte Name heute fällt. Doch du wirst nie wieder erwähnt, nachdem der größte Name heute fällt. Doch du wirst nie wieder erwähnt, nachdem der größte Name heute fällt. Aber du bist most viewed. Und Klickzahlen lügen nicht. Das kann niemand bestreiten. Ich meine, Baby Shark ist halt wirklich das beste Lied aller Zeiten. Das ist unglaublich. Kennt ihr Baby Shark? Das ist so ein Kinderlied. Das hat irgendwie 16 Milliarden Aufrufe oder so. Es ist absolut geisteskrank. Wie gesagt, also man kann so viel, also genau, soll sich mal jemand hinsetzen und meine Bars nehmen und... So, Leute, wir machen mal kurz hier, Pinkelpause. Ich bin sofort wieder für euch da. Ich habe richtig Spaß am Stream heute. Ich glaube, der geht auch länger. Macht Laune. Wenn ihr am Start bleibt, dann bin ich auch am Start. Ich habe auf jeden Fall Bock, schön auch mal wieder von zu Hause hier live zu sein. BG. Weiter geht's, Alter. Die da sagen, das stimmt nicht, da kann man diskutieren, pipapo. Du sagst, du bist der most viewed. Und darüber kann man nicht streiten. Stimmt. Baby Shark ist auch der beste Song aller Zeiten. Aber wo habe ich denn gesagt, dass ich, weil ich der most viewed bin, auch der beste bin? Ich sage nur, ich habe die meisten Views. Ja, aber das ist ein bisschen spitz, finde ich, Alter. Ich finde, das ist schon eine naheliegende Nummer. Das hat ja jetzt nichts, also... Ich sehe gerade, wir gucken einfach seit 2 geschlagenen Stunden dieses Video. Krass. Schön, dass ihr so lange da seid. Ich bin der most viewed. Aus irgendeinem Grund hab ich die meisten Views. Und bin der größte Name. So. Aber ich sag ja nicht, dass es gleichzusetzen mit, dass ich der beste Battle-Rapper bin. In Battles, lieber Cynic. Ich glaube, wenn man alles zusammennimmt, dann habe ich mehr Views als du, Bruder. Ich weiß nicht, wie oft ich hier schon sage und sage, Bogutaggy ist der leistungsstärkste Battle-Rapper. Meekash ist crazy. Craze ist krass. Ich sag gar nicht, also, wann habe ich das letzte Mal gesagt, dass ich der beste Battle-Rapper, wenn überhaupt? Du berufst dich auf Zahlen, doch was willst du mir denn sagen? Du bist Real Talk, mein schlechtester Gegner seit meinen Newcomer-Tagen. Wir haben nichts gemeinsam und sind uns kein bisschen ähnlich, weil ich mein größter Kritiker und du dein größter Fan bist. Im besten Fall ist man beides. Deine Selbstwahrnehmung ist utopisch. Eine schöne neue Welt. Denn das Podest, auf das du dich persönlich immer stellst, ist so viel größer als du selbst. Und solange dich weiterhin dein eigener Komplex besiegt, wirst du niemals... Klugscheißermäßig, das Podest, auf das du dich stellst, ist größer als du selbst. Also wenn ein Podest größer wäre als ich selber, wäre ein bisschen schwer, da hochzukommen. Ich weiß... Das ist aber, was er meint. Da ankommen, wo du dich jetzt schon siehst. Ich brauche keine Bestätigung. Ich sehe mich in dieser Szene als Supporter. Denn man kann seinen Wert auch kennen. Und das ist jetzt wirklich, jetzt spricht der Held der Arbeiterklasse, der ungeduschten Diltilly-Fans, die alle so aussehen wie der Humble. Freunde, vernachlässigt das Duschen nicht. Ich schwöre, ich hatte während Corona, hatte ich so 2-3 Wochen oder was, wo ich mir gedacht habe, ich hänge den ganzen Tag nur rum. Scheiß heute drauf, ich dusche nur alle 2 Tage. Ich habe keinen gesehen, man ist alleine zu Hause. Das schlägt ganz schnell dann auch in Faulheit und Dingsbums um. Es muss gesetzt sein, egal was man tut, egal was man macht und egal wo man ist, selbst wenn man krank im Bett liegt. Morgens hat man zu duschen. Eine Freundin, die so und so aussieht. Auch abends. Kommt mir nicht mit abends duschen. Abends duschen hier bitte nicht. Man hat morgens zu duschen und da gibt es auch keine 2 Meinungen. Nahbar, nett, ohne Ecken und Kanten, offen, freundlich, streitvermeidend, schüchtern. Everyman spricht jetzt hier zum großen, bösen Kapitalisten-Wichser, der Main-Match sein will. Und sich selber maßlos... Am Samstag schaffst du es nicht zu Diltilly. Oder wo seid ihr denn? Magda, wo seid ihr? Weil ich bin bei Twizzy. Groß überschätzt. Aber... Es gibt Jobs, wo man abends danach duscht. Ja, das stimmt, aber auch dann... Also ich habe, als ich in der Gastro gearbeitet habe, jetzt zum Beispiel in Österreich, ne, da hatte ich ja 6 Tage die Woche, immer 12 Stunden Schicht. Und ich habe immer morgens und abends geduscht.
Aber ich kann nicht verstehen, wie man morgens aufstehen kann, ohne zu duschen. Berlin-Titelmatch. Boah. Also ich habe keine Tickets, Alter. Ich müsste nur mit Twizy reden. Eintritt werde ich da nicht zahlen. Aber wenn du was da machen kannst, vielleicht hat Twizy ja Bock. Ohne Belege. Sinnig, du hast vor allem ja noch gesagt, du bist der Beste. Nee, habe ich nicht. Also, sag mir das doch mal. Du bist nicht da. Ich mach klar, ja, Magda, dann schreib Twizy mal, frag den mal und sag mir dann Bescheid. Du bist nicht da, wo du dich siehst. Wo sehe ich mich denn? Ich weiß, also, was ist denn so schwer daran zu akzeptieren, dass da jemand ist, der nachweislich die meisten Views hat und der größte Name im Battle Rap ist und das sagt? Ich hätte eigentlich schon Bock, da mit Twizy zusammen aufzutauchen. Einfach nur, um die Gesichter der Leute zu sehen. Und sich so verhält. Was ist so schwer daran, das zu akzeptieren? Weil ihr selber nicht so seid. Ohne ihn jedes Mal zu fordern. Du hast gelernt, deine Kunst als eine Ware zu behandeln. Du hast so viel mehr als nur die Frage nicht verstanden. Ja, der greift mich ja da persönlich an, ne? Und aber wirklich... Ja, in einem Battle halt, ne? Darf er schon machen. Wirklich einfach, das sind Punchlines, Redewendungen, die auf meinen dämonisierten Charakter irgendwie passen. Aber nichts davon ist ja, das sind natürlich Bombenlines dabei. Mann, brauchen wir nicht drüber reden. Ich bin doch hier im Selbstverteidigungsmodus, weil der mich ja beleidigt und ich das jetzt quasi zum ersten Mal höre. Ist ja klar, was soll ich sonst machen, außer das, was ich jetzt hier mache. Aber, Junge, die Leute neben mir in der Crowd haben so über dich abgelästert bei DTD. Ach, was? Erzähl mal. Was haben die so gesagt? Geil. Ziel erreicht, Alter. Was hast du da? Du hast komisch ist nur, dass nie jemand vor mir ablästert, sondern immer nur, wenn ich nicht da bin. Du hast gelernt, deine Kunst als eine Ware zu behandeln. Super. Welcher Künstler verkauft Kunst? Hey Leute! Das hier ist die Cassius Clay Cleanbox, ein Album, in dem neben einem mittleren, fünfstelligen Betrag auch sehr, sehr viel Herzblut, Design, Mix, Mastering, geile Beats und diese großartige CD stecken, neben einem Bandana, Red Cups, Tischtennisschlägern und einem T-Shirt. Die gibt's ab jetzt umsonst, weil ich will meine Kunst nicht mehr als Ware behandeln. Nee, Walik, das ist schon gut so. Also cool, dass du es mir gesagt hättest, aber ich bin das gewohnt und ich fordere das ja auch heraus und ich feiere das. Wenn Leute bei Diltily über mich schlecht reden, alles richtig gemacht. Nicht als seine Kunst, nicht als Ware. Wer will das haben? Genug Leute, um es in die Charts zu bringen, mein lieber Manesset. Also Ware ist doch, irgendwas hat einen Preis, oder nicht? Hä? Also wenn deine Kunst keinen Preis hat, Hut ab. Aber ich glaube, die größten Künstler, die größten, also egal ob es Comedians, Sänger oder so, wer macht denn das? Wer sieht denn seine Kunst nicht als Ware? Wer hat denn da keinen Price-Tag für? Das ist mir echt zu pathetisch und zu schleimscheißerisch. Ich mach das hier für 100 Euro. Du willst Geld haben. Deine Kunst ist deine Ware. Ich bin einer von euch und der stellt sich hier drüber. Ja, Captain, yep. Du hast Pumpen mit Flair, du hast alles erreicht. Ja, weil das alles Sachen sind, die in dem Kosmos von ihm und den Leuten, die mit ihm sympathisieren, nichts zu tun hat. Aber können wir mal bitte noch auf dem Schirm haben, dass es hier um Battle Rap geht? Battle Rap ist kein Contest, wer der most humble ist. Es ist Battle Rap. Ich Walik, Junge, geil. Bin jemand, das ist ich, wirklich. Ich mach so mit dir, du bist scheiße und nicht verkaufst dich, aber ich mach das Ganze hier für 100 Euro. Attitude finde ich cool, darf ich dich Atti nennen? Na, da wäre Prekiller nicht glücklich drüber. Euro. Ich hab mich noch nie verkauft, ich hab Liebe, du hast kein... Die Fresse. Du hast so viel mehr als nur die Frage nicht verstanden. Wegen Leuten wie dir. Du hast gelernt... Und wisst ihr, warum die zieht? Weil Cynic eine Catchphrase etabliert hat. Nur deshalb. Deine Kunst als eine Ware zu behandeln. Du hast so viel mehr als nur die Frage nicht verstanden. Wegen Leuten wie dir läuft so vieles in der Welt verkehrt. Ich bin lieber unterbezahlt, als mein Geld nicht wert.
Wegen Leuten wie mir läuft in der Welt viel verkehrt. Ein harter Vorwurf, Alter. Was denn? Was mache ich denn? Cynic, du bist schuld am Ukraine-Krieg, Mann. Weil du hast da mal gegen Bontegi diese Line gebracht und dann dachte Putin sich, ne, jetzt Mord. Was er vorher wahrscheinlich gesagt hat, weil ich meine Kunst als Ware sehe oder weil ich pumpen war mit Flair oder Tischtennis mit Arafat oder... Hab keine Ahnung, aber ich wette, Kreis riecht genauso, wie er aussieht. Danny, du bist... Ich benutze dich ab jetzt als Token, Alter. Du bist der Linke in meinem Freundeskreis, wo ich immer sagen kann, guck mal, Danny sagt das auch, dann ist das okay, dann hat das damit nichts zu tun. Das ist so geil, ich kann dich immer vorschieben. Das ist so, wie wir heute... ich kenne auch einen Schwarzen, das Neue ist, ich kenne auch einen Linken. Deshalb ist das schon okay, wie ich das mache, weil ich kenne auch einen Linken. Ich verstehe das nicht. Super. Was ist denn mit... Warum... Ich habe auch linke Freunde. Ich stehe dazu bei, dass so viel verkehrt läuft. Das sind alles so Plattitüden. Ohne, komplett ohne was Greifbares. Ja, läuft so vieles in der Welt verkehrt. Ich bin lieber unterbezahlt, als mein Geld nicht wert. Ja, Instinct, das kommt schon hin. Auch eine absolute Monsterline hat da seine Gleichgesinnten allesamt abgeholt. Also ich würde die erste an Cynic geben, die zweite und die dritte würde ich an Craze geben. Über die zweite müssen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Ich finde, vom Inhalt und vom Impact und von der Schwere der Zeilen war Cynics dritte besser, aber leider unsicher performt. Craze hat hier Mist, der, wenn man ihn analysiert, sehr schnell in sich zusammenfällt, rhetorisch gut verpackt und deutlich sicherer performt. Er hat auch das Momentum und die Crowd auf seiner Seite gehabt. Und doch, weiß Cynic auch selber, man muss die Crowd mit einbeziehen. Deshalb wird ich 2-1 Craze geben, es war aber bei weitem kein Bodybag. Und wenn Cynic seine dritte sicher performt hätte, wäre es knapp geworden. Und wenn er sich gegen das Scheme entschieden hätte, dann hätte Cynic das gewonnen für mich. Geholt, aber ist einfach auch wieder Bullshit. Also, der Satz macht Sinn, lieber unterbezahlt sein, als sein Geld nicht wert. Ich bezweifle, dass Craze es vorziehen würde, 50 Euro für einen Live-Gig auf einem Open Air zu bekommen, als 1000 Euro und dann aber hinterher zu sagen, ja. Tierster meinte, Craze hat Cynic zerstört. Ja, das ist dieses Live-Momentum, wie es bei Bontegi Mikas ja auch war. Live hat das ganz anders gewirkt. Ne, man muss das nochmal auf Video sehen. Und dadurch, dass wir im Stream sitzen und jetzt seit über 2 Stunden auf eine Reaction auf das Video reagieren, und das ist nur der zweite Teil, den ersten haben wir ja auch gemacht. Also ich habe mir das Ding on stage, also live angeguckt, danach nochmal das Battle of Video und dann nochmal mit euch zusammen insgesamt 5 Stunden auf oder 4 Stunden auf 2 Stunden Analyse von Cynic reagiert. Das bedeutet eigene Meinung live, eigene Meinung nochmal mit dem Video plus dann nochmal inklusive der Meinung eines der Protagonisten und mit euch drüber gesprochen. Natürlich hast du da eine andere Wahrnehmung, als du sie gleich vor Ort hast. Von der Leistung her war es eher so 60%. Ich bezweifle das. Vielleicht ist er aber auch wirklich anti-Geld. Ich bezweifle das, dass er das, dass das stimmt, was er so sagt. Es ist ja ganz unmöglich, in dieser Welt anti-Geld zu sein, ne? Das geht ja gar nicht. Die Diskussion, ob ich mein Geld wert bin, die stellt sich nicht. Weil, wenn ich mein Geld nicht, jemand, der sein Geld nicht wert ist, kriegt es nicht. Bekommt es nicht. Und jemand, der sein Geld nicht wert ist, war, wo sich hinterher herausstellen könnte, oh, das war es aber nicht wert, bekommt nicht beim nächsten Mal noch mehr. Und ihr kennt mich, ich habe keine Street Credibility, ich kann keine Leute bedrohen, ich kann nicht sagen, ey, wenn du nicht so und so viel kriegst, gibt's Ärger. Ich kann nur sagen, das will ich haben und die Leute sagen ja. Warum sagen die Leute ja? Hat der gar Time? Hat der gar nicht Time gesagt? War das Ende, ne? Bist du durch? Der ist so im Film. Der hat gar nicht gemerkt, dass vorbei ist. Schön, geiles, das Battle-Rap, Digga. Also, das mir schlagen natürlich 18 Herzen, ist ja klar. Also auf der einen Seite Rechtfertigungsmodus, weil voll viele Sachen, die der mir gesagt hat, ist so, what the fuck, Alter, laber doch keine Scheiße. WTF. Und aber jetzt rein objektiv gesehen. Freunde, dranbleiben, wir haben noch geilen Content, Battle, Leute. Geil anzugucken. Viele schwere, harte Treffer von Craze gegen Cynic. Ich mach's jetzt mal kurz als nicht Cynic. Für mich geht die erste Runde knapp an Cynic, weil es mehr mein Humor ist.
Zweite Runde braucht man nicht drüber reden. Cynic hat super angefangen. Zweite Scheme war eine Katastrophe. Craze war Bombe. Von Craze, die Leistung im Battle war so. Der hat auch schon relativ hoch angefangen, aber wurde noch höher. Von Cynic auch hoch angefangen. Kleiner Schwenker, dann wieder so leicht nach oben. Für mich ist das ein 2-1 an Craze. Die Lines, die gegen Cynic gebracht hat, haben mehr Reactions gehabt. Da waren mehr harte Treffer dabei. Und deswegen ist das für mich ein 2-1 an Craze. Ich würde mir von Cynic auf jeden Fall wünschen, dass er irgendwann nochmal im Festsaal auftritt, weil die Leistungskurve zu steigen scheint. Und ich glaube auch, ich habe irgendwie ein Gefühl, auch da aus diesem Battle hat er viel gelernt. Craze, wie erwartet, stark. Die Lines haben noch mehr geballert als eh schon, weil der Gegner halt wirklich viel Angriffsfläche und viel Antipathie verkörpert hat. Die Leute haben es richtig gefeiert. Ich würde aus meiner Sicht auch sagen, zu Recht das Main-Match des Abends. Von der Stimmung her, von der Spannung her, war richtig geil. Ja, also es war jetzt noch, es war eine krasse Erfahrung, boah, über 2 Stunden, Alter, leck mich. Es war eine krasse Erfahrung auf jeden Fall. Ich bin damit, ich glaube bei Mika, ich war irgendwie so 50% zufrieden oder irgendwie sowas, oder jetzt so 70. Ich will nur sagen, beschwert euch nicht, wenn ich in den nächsten 2 Jahren da wieder stehe und wieder eine horrende Summe bekomme. Beschwert euch nicht und diskutiert nicht darüber, ob ich mein Geld wert bin oder nicht. Frag mal den Jamie. Können wir kurz darüber diskutieren, ob Cynic sein Geld wert ist vielleicht? An die Leute, die selber in ihrem ganzen Leben noch keine vernünftige Line geschrieben haben, aber trotzdem oder jemals auf einer Bühne standen oder überhaupt irgendwas. Boah, ich habe so eine vernünftige Line gerade geschrieben, Alter. Jemals ansatzweise. Ich habe die Line, die mir gerade eingefallen ist, Twizzy geschickt und Twizzy hat einfach geschrieben, top. Und ihr müsst euch überlegen, wenn ihr Twizzy eine Punchline schreibt und dafür kriegt ihr ein, ja, ist okay, dann ist das ein Ritterschlag. Schreibt weiter Kommentare, auf jeden Fall fleißig. Und genau, was ich noch sagen wollte, ist, was die Leute auch nicht checken, also... Was geht, Shitsu, Habibi? Alles gut bei dir? Gegen Kato, Champ gegen Champ, hat irgendwie 50.000 Views, knapp über 50.000. Jarambo, Jarambo gegen den Liga, denkst du, ne? Eigentlich auch Main-Match. Ich glaube 65.000. Ja. Und wir sind bei 86.000 und der Unterschied wird auch noch größer. Lest euch, guckt euch die Likes an bei unserem Post, guckt euch die Kommentarhäufigkeit an bei unserem Post, guckt euch das selber bei YouTube an und egal, wo diese ganzen Sachen auftauchen, und dann könnt ihr euch eigentlich selber beantworten, warum wir das Main-Match sind oder warum ich so viel Geld bekomme, wie ich bekomme. Ich hoffe, Craze ist bei seinem nächsten Battle nicht unterbezahlt. Ich bin mit denen on good terms auf jeden Fall. Wir haben nach dem Battle nicht gequatscht. Kurz geschrieben, weil ich wissen wollte, wer den da geschrieben hat oder ob das ein Bluff war. Genau. Es war ein nices Battle auf jeden Fall. Craze ist der Sieger. Bleibt mir sonst noch irgendwas zu sagen? 14, habe ich noch irgendwas anzukündigen? Am 23., weiß nicht, was hier rauskommt. Am 23. bin ich in Köln im Gloria Theater. War richtig, richtig geil. Vorletztes Solo, am 25.11. bin ich in Hamburg, Tourabschluss, dann ist die Übertreib-Nicht-Tour vorbei. Vielleicht gibt es danach noch eine neue Aufzeichnung, sodass das Videomaterial irgendwann rauskommt. Und mit diesem schönen, versöhnlichen Umarmungsbild gehen wir nach 2 Stunden und 7 Minuten Rechtfertigung und mit Inbrunst Sachen verteidigen und erklären mit leicht heiserem Hals hier raus. Yo, 2 Stunden 11, Reaction auf Cynic, der auf Cynic gegen Craze reacted, Alter. Nice.